Konsti! Dennis! Was machen wir hier? Berlin Melee History, Digga. Teil 4 von 4? Vor allem History Month, der seit 2 Monaten läuft. Ja, natürlich. Weil wir haben viel zu bereden. Einiges. Und zwischendurch mal keine Zeit. Das stimmt. Heute geht's um... Also beim letzten Mal haben wir aufgehört mit letzten Donnerstag-Weekly. Mit dem Ledo. Wo übrigens, mich hat Kahn mal separat angeschrieben, weil ich weiß nicht, ob wir das überhaupt bemerkt haben, aber er ist sehr früh ausgeschieden. Mhm, ja, haben wir bemerkt. Er ist 9. glaube ich, geworden. Mit mir? Mit dir? Ich glaube, ja. Es stellt sich raus, er hat mich extra angeschrieben und meinte so, du musst es fixen, ich habe Doc gespielt. Wir müssen nachträglich nochmal rein ins Wort. Ja, ja. Nochmal. Also, stopp! So ADR und so. Und Kahn hat, als er Doc gespielt hat, ist auch ganz schön schlecht dann abgeschlossen. Ja, ja. Aber man muss dazu auch, also, ne, was wir machen müssen, ist, du guckst ja gerade Harry Potter oder hast Harry Potter geschaut. Ich muss Harry Potter 5 noch fertig gucken, tatsächlich. Ich habe gestern musst einfach du? Aufgehört. Nee, muss ich nicht. Achso. Will ich aber konnten. Die haben doch dieses Uhr-Ding. Das womit sie in die Vergangenheit reisen. In 3, ja. Und wir benutzen dieses Uhrding, um in die Vergangenheit zu reisen, in die letzte Woche und sagen uns dann selbst, unseren komplett schockierten Selbsten, weil wir da vor denen stehen, dass Kahn gespielt hat. Ist das Zukunftskonsti? Ja, Digga, ist jetzt zu kompliziert, aber Kahn hat Doc gespielt. Was? Bei Gott. Himmel, Herrgott. Bei Gott übrigens neue Lingo. Bei Gott ist sehr lustig. Bei Gott ist extrem witzig. Ja, auf jeden Fall. Okay, aber genau, wir waren da. Ja. Das Turnier ist passiert und war nice, wenn ich mich recht daran erinnere. Wir haben ein bisschen Geld gelassen auch alle. Also oh ja, es war ein langer Abend, wir waren über 40 Teilnehmer. Jeder hat gespielt, jeder hat ein bisschen was getrunken. Es war das Jedo, was wir uns alle immer gewünscht haben, würde ich sagen. Oh ja, es war wirklich ein perfektes Jedo für, ein perfektes Jedo für ein perfektes Meltdown. Ein perfektes Jedo für ein perfektes Medo. Konsti. Aber dann war das Meltdown weg? Ja, das Meltdown ist pleite gegangen. Paris wollte, also ihr müsst wissen, Meltdown ist ein Franchise aus Paris, eine Kette von Bars. Die sind, also so E-Sports-Bars, die gibt's in Paris, in London, in Montpellier, in Köln. In Kölle. In Kölle, da kenne ich mich aus. Du bist ja Rhein-Ruhr-Mensch. Ich bin ja der NRW-Mann. Rhein-Ruhr-Mensch. NRW-Mann, a.k.a. Rhein-Ruhr-Mensch. Mega gut, oder? A.k.a. Es gibt diesen Typ, hast du es mal gesehen? A.k.a. Potboy. Pot Money. Jedenfalls war das Meltdown vorbei, weil diese Franchise-Nehmer in Paris haben gesagt, das Meltdown in Berlin kostet zu viel Geld, weil das Haus war baufällig und die hatten immer Probleme mit den Klos. Ja. Also das letzte Jahr im Meltdown gab es, glaube ich, nur eine Toilette und das war die ehemalige Mitarbeitertoilette. Ja, wir erinnern uns. Die war halt auf Unisex so, ne? Weil da ging halt gar nichts mehr. Und weil die Reparatur von den Leitungen so viel Geld gekostet hätte, haben die gesagt, nee, wir machen jetzt den Laden einfach zu. Und das ist so tragisch. Ja, genau. Und das alles nur, weil so Leute nicht richtig spülen können wahrscheinlich. Nee, die Leitungen waren wirklich im Arsch. Aber wir haben dann... Was vielleicht erstmal... Irgendwas wollte ich gerade sagen. Aber ich wäre erstmal ganz kurz gerne gucken, wann war das letzte Ledo? Das war irgendwie im Oktober oder so. Oktober, Dezember, ne? Es war der 25.01.2018. Ah, okay, krass. Also im Januar sogar. Im Januar 2018, ja. Wir sind in 2018 angekommen und dann möchte ich ganz gerne mal checken, wann ging es denn überhaupt weiter? Das kann ich dir sagen, Konsti. Ich sehe sogar, wir haben noch PPMs erstmal. Wir haben dazwischen noch PPMs. Ja, wir haben aber beim letzten Mal schon über die PPMs gesprochen. Ja, genau. Und die PPMs, die waren auch dann, würde ich sagen, so ein bisschen so ein Ding, was auch immer kleiner wurde, so hatte ich das Gefühl. Ja. Immer so ein bisschen weniger bespielt. Wir können ja mal gucken. Wir hatten bei Big PPM 1 hatten wir 42 Teilnehmer. Mhm. Beim letzten ist es... Beim zweiten sind es dann 30. Es hat sich ja bei der 30, ist ein bisschen stagniert dann. Dann ne? 30, dann 32, das dann 32. Ist sogar deutlich mehr, als ich gedacht hätte, aber ich glaube, es hätte auch viel mehr sein können. Ja. Und Big PPM 6 war, glaube ich, das letzte mit 27 Teilnehmern. Und da hatten wir schon Jedo. Das geht so. Genau. Und dann... Stimmt, wir haben kein Weekly so, es gab nur noch PPM, was auf jeden Fall nicht mehr so popular war, einfach würde ich sagen. Ja.
wie es gibt, wenn es wirkte. Nicht, ich glaube, es ist, wenn es nicht so viel Competition gibt die ganze Zeit über in der Stadt, dann hören Leute vielleicht auch auf zu spielen. Und denken sich so, ja, okay, wo kriege ich meine Infos her? Wann gibt es Turniere? Und dann so, ach nee, das Wochenende jetzt, da kann ich nicht. Also anstatt, wenn du beim Weekly wochenlang davon hörst, dann sagst du wahrscheinlich auch, okay, dann nehme ich mir da frei. So, weißt ich glaube halt auch, es ist viel, viel schwieriger, sich regelmäßig an einem Wochenende freizunehmen für die meisten Leute, weil man hat ja irgendwo, vor allem würde ich sagen, jetzt die Berliner Smasher sind einfach sehr aktive so Menschen. Also die, sehr, sehr viele von denen würden sich auch primär nicht als Smasher bezeichnen. So, für die ist das so ein Hobby on the side, würde ich sagen. Ich habe mich noch nie als Smasher bezeichnet in meinem ganzen Leben. Same, ehrlich noch gesagt. Noch nie zu irgendwem aber, gesagt, ich bin ein aber Smasher. Aber wir sind schon Mitglied der Smash Brothers Community und ich glaube, das waren viele der Berliner Smasher nicht zwingend. So, die waren, waren Mitglieder der Berliner Community und die waren halt Regulars, aber das Ding ist halt, an einem Donnerstagabend geht halt außer einem Jedo nichts. Das stimmt. An einem Samstagabend geht neben einem Turnier, wo du den ganzen Tag für opfern musst, extrem viel. Ja. Fairerweise muss man sagen, ich hatte ja früher donnerstags immer Stammtisch im Café Jasmin. Ja. Was mir ja richtig oft einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, vor allem in 2017 und 2018. Dann ist das alles ein bisschen eingeschlafen mit dem Café Jasmin, deswegen gibt es also gibt's von mir auch mehr Jedo-Teilnahmen, deswegen, dann, als wir aufgehört haben. Deswegen gibt es das Café Jasmin nicht mehr. Deswegen gibt es das Café Jasmin nicht mehr, weil ich nicht mehr da war, weil ich zu scheiß Jedo gegangen bin. Mann! Nee, früher, als es noch im Meltdown war, war es auch nicht so schlimm, weil vom Schlesi ist man relativ gut dann zum Dings gekommen. Ja. Zur Hermannstraße, beziehungsweise umgekehrt in meinem Fall. Ja, stimmt, aber halt nach Charlottenburg halt nicht. Ja, genau, Charlottenburg war länger. Aber das Ding ist, wir hatten dann ja keine richtigen Turniere mehr. Und so ein Usleon gab es ja nicht mehr, der dann so die Turniere aus dem Boden gestampft hat. True. Das heißt, mir war damals schon relativ direkt klar, dass wenn das einer in die Hand nimmt, dann wird das wahrscheinlich ich sein müssen. So, ich habe es von keinem so erwartet, dass da jemand was halt aufgezogen hätte. Also habe ich mich ein bisschen umgeschaut und ich schau mal, wann war das erste Mal? 13. April. Es hat drei Monate gedauert. Ja. Ich glaube, ich hatte da nämlich irgendwie was mit der Uni noch oder so und war deshalb ein bisschen zu busy. Aber dann habe ich mir das überlegt und ich war so, okay, ich hätte schon wieder Lust auf mal so ein Weekly. Und bin dann bei mir im Kiez in Charlottenburg um das Schloss Charlottenburg rum, halt ein bisschen rumgelaufen. Das gibt ja bei mir relativ nah dran, so ein Anti-Alkoholiker-Verein. Oder ein Alkoholiker-Verein, der halt eine perfekte Venue für sowas hat. Da wirklich so ein kleines, nettes, so eine Galerie halt an der Straße, so relativ ruhig. Kannst Tür zumachen, hast viele Stühle, viele Tische, weil die ja das dafür auch benutzen. Yeah. Und ich bin da reingegangen und war so, ey, könnte ich ein Turnier bei euch machen, so ein Videospielturnier. Wir würden euch Geld dafür geben, so. Und dann, natürlich hätten wir da nicht trinken können. Logisch, ja. Ich hätte das in Kauf genommen. Ich war so viel wichtiger, ein Weekly zu haben. Ja. Haben die gesagt, nee, weil so Videospiele beherbergen ja auch Suchtpotenzial. Oh. Ich wollte die Diskussion da nicht groß aufziehen, weil ich war dann so, okay, offensichtlich haben sie ihre Entscheidung getroffen. Ja, aber du fandst ein bisschen silly. Ich fand's super silly. Ja. Also, ich find's, das ist halt genau, ich meine, das ist halt so ein Boomer-Ding, dass man dann halt sagt, so, ja, keine, diese ganzen Gamer, so, die machen den ganzen Tag nichts anderes als spielen. Und ich habe denen dann halt versucht, erstmal zu erklären, dass das halt schon ein sehr soziales Event ist. Ja, so, ja, voll. Dass wir das genau gegenteilig benutzen, dass wir das wirklich halt zum Sozialisieren benutzen. Und ja. Dass dadurch halt eben viele Leute, die halt sonst nicht unbedingt so viel rauskommen würden, halt eben voll krasse soziale Anbindung bekommen. Ich glaube, viele Smasher, ich würde mich auch dazu zählen, sind einfach durch diesen konstanten Kontakt mit anderen sozialen Menschen halt auch sozialer geworden. Mhm, ja. Das habe ich über die Jahre auch viel, viel gesehen. Also ich meine, wir sind jetzt in der letzten Folge, wir haben ja meinen ganzen Werdegang eigentlich dokumentiert, wenn du so willst, von Anfang an. Und ich habe das sehr, sehr oft gesehen, dass Leute, die halt so, keine Ahnung, die halt nicht so eine feste soziale Basis hatten, vor allem auch nicht so eine große feste soziale Basis, wie die Berliner Mayday-Community dann im Endeffekt für die meisten auch wirkt, dann so, dass die halt dadurch auch viel aus sich rausgekommen sind. Also das habe ich nicht nur in Berlin gesehen, sondern auch halt so deutschlandweit und auch international. Auch weltweit. Ey, das Ding ist ja auch, das hat mir absurd gut geholfen, dass ich einfach nach Japan gegangen bin, wo ich niemanden kenne natürlich. Ja, ja, normal. Und ich konnte in eine Facebook-Gruppe posten und hatte direkt 20 Arzten in Tokio, bei denen ich halt übernachten könnte. Ja. So, zur Not. Das ist so ein heftig gutes soziales Auffangnetz auch, weil du halt wirklich dadurch einfach auf einmal, und das ist ja auch mittlerweile vielleicht ein bisschen eingeschlafen, aber früher war das ja wirklich komplett normal, dass du halt Leute einfach auf der Basis
davon, dass andere für sie vouchen, ja, bei dir pennen lässt. Voll, ja. Ich, also, und das ist halt eine Sache, die halt krass so groß ist einfach, ja, um eine Person, die irgendwo hinzieht, ein bisschen aufzufangen, ein bisschen einzufangen. Und deswegen war so ein Weekly halt schon für mich auch eine Sache, die für mich eigentlich ein bisschen indiskutabel ist. So, ne? Also das, ja, war eine Sache, die braucht man als so eine aktive Gaming-Community einfach. Ja, auf jeden Fall hat dieser Laden mich dann abgelehnt. Aus meiner Meinung nach halt Bullshit-Gründen. Ja, aber ich meine, die können es halt auch nicht besser wissen. So, ne? Also, und dann denke ich mir halt auch, die haben ja auch ganz andere Probleme, ganz anderes Klientel. Ja. Für die ist es vielleicht auch nochmal eine Mehrbelastung, sich damit auseinanderzusetzen, egal wie viel Geld wir denen geben. Das ist für die vielleicht auch irgendwie so, da hat keiner die Kapazitäten, dann sich hinzusetzen und sagen, okay, dann gucken wir uns das mal an und bla bla. Ja, weißt du, so, ja. Ich glaube, also wie gesagt, das sind ja auch irgendwie alles ältere Menschen, die haben alle halt selbst mit Sucht zu kämpfen. Und ich glaube, die reagieren da dann wahrscheinlich auch ein bisschen empfindlicher. Deshalb, keine Ahnung, ich will es verstehen. Ich bin halt, damals war ich einfach so ein bisschen so, Mann, okay, jetzt muss ich halt weiter suchen, wie nervig. Ja, ja. Glücklicherweise war genau um die Ecke. Aber wollte gerade sagen, so weit gesucht hast so du ja nicht. Tatsächlich, also weit ich glaube, ich bin wirklich am selben Tag bin ich halt erstmal in so ein anderes Büro in meiner Nachbarschaft gegangen. Also, ey, habt ihr Räumlichkeiten? Und die waren so, nee, aber dieser Nachbarschaftsverein hier nochmal zwei Hausnummern weiter schon. Weil es war erstmal so dieses Kiezbüro, weil halt Klausener Kiez halt mega auch aktiver, süßer, netter Kiez ist. Alle Jedo-Besucher werden das vielleicht wissen, dass halt einfach selbst abends so ein bisschen noch was los ist. Mhm. Und tagsüber halt richtig viel. So, das ist einfach eine aktive Gegend. Das ist einfach deutsche Prenzlberg da, Dicker. Ich schwöre, das ist so eine Ökomutti-Gegend einfach. Mega, ich lieb's. Ja. Ich lieb's komplett. Und dann kam es eben dazu, dass ich beim Divian e.V. bei Divian e.V. bei uns in der Nähringstraße gelandet bin und der Leiter da, ich weiß gerade seinen Namen gar nicht mehr, dem hatte ich auch nicht viel zu tun, dann, ehrlich gesagt. Ich bin halt hingegangen, ich war so, ey, ich würde ganz gerne so ein Gaming-Ding auf die eben aufziehen, so. Hättet ihr da Räumlichkeiten für, könnte man sich die mieten? Und das, also so die Augen von dem sind so aufgeleuchtet. War so, ey, wir wollten das schon immer mal machen. Geil. Ich bin richtig excited, so, lass uns unbedingt das sofort planen. Ich so, ey, wow, okay, alles klar. Also mein Plan war jetzt auf jeden Fall, dass ich erstmal so den Laden einmal vollkriege an einem Tag und eben halt alle unsere Leute da dann ranhole, so. Und genau, das Ding ist halt, ich würde das halt so machen, dass ich da halt eben dann einen Pott für verlange, ein bisschen Geld, aber ein Teil davon geht dann halt eben als Spender an den Verein, weil die haben dann tatsächlich auch einfach gesagt, so, ich meinte halt, so, ich will euch Miete zahlen dafür, und die meinten so, nee, nimm den Schlüssel, hier. Gönn dir. Ich fand's total verrückt. Ich habe damit komplett nicht gerechnet. Ja. Aber so, das ist so das krasseste Angebot eigentlich. Das Vertrauen, was die uns schenken, ist wirklich brutal, Alter. Mm. Aber ich finde, wir haben uns auch... Wir treten es jede Woche mit Füßen. Nee, wir haben uns auch ausgiebig revanchiert, würde ich sagen. Ja. Genau, und dann waren wir auf einmal da. Und dann, mit sexuellen Gefälligkeiten, mein Konzi. Natürlich. Und dann war halt hauptsächlich die Grit, die dann ja immer noch ein bisschen zuständig ist in der für den Verein, war dafür verantwortlich, mit der habe ich dann viel Kontakt gehabt und des Öfteren halt mal so einen Brief vorbeigebracht mit ein bisschen Geld. Aber als allererstes wurde dann eben ein Turnier aus dem Nichts, nämlich ein bisschen, ich glaube, das haben wenig Leute kommen sehen, oder? Ich wusste überhaupt nicht, was sie planen. Ich hab ein bisschen geheimniskrämernd das gemacht, und da habe ich so eine Woche oder so vorher, habe ich, glaube ich, announced, und ich bin bis heute so stolz auf den Namen einfach. Ah. Können wir den das mal kurz aufmachen und abpullen. Ich habe nämlich komplett vergessen, dass das ein Ding war. Ehrlich gesagt, ich dachte, wir haben direkt mit Jedo angefangen, aber das erste Turnier war Da kickste, war. Oh, ey, wow. Da sind wir nämlich, Alter. Ja, da haben wir auch tatsächlich, wir haben uns alle ein bisschen doof umgeguckt. Da haben wir alle gekickt. Vor allem haben gekickt Arthur, Kahn und Stivo, die erster, zweiter und dritter geworden sind, respektive, bei Da kickste, war. Ja. Gucken wir uns das Bracket mal an. Hab ich gespielt? Ja, hast du, das gegen Stivo verloren. Ah! Okay, wir haben Leon damals noch, Leo Meror, wow, gegen Lemurenkönig. Lemurenkönig und Geldjunge, beide das erste Mal in ihrem Leben bei einem Weekly. Stimmt auch, ja. So, ne? Obwohl, die waren bei einem Hahn-Weekly mal. Ah, okay, ja, bei beim Sub. Ich weiß nicht, was Weekly war, aber ja. Es war ein Monthly, glaube ich. Ey, ne? Das Trevor Mead, ja, LePree, Julian Hesseling, Jarrus, ja, Microsoft Office, Luki A. Wow, die waren auch mal da. Sam und Baumwolle. Konsti gegen Cash Money Erkan, natürlich. Ruffsy gegen Gyro of Fime, Dicker. Der war damals nämlich in Berlin. Stimmt, das war ein Ami, ne? Der war lustigerweise, das war ein Biochemiker. Der war an meiner Fakultät an der Uni. Ich habe den nie getroffen.
Aber, mega. Ey, keine Ahnung. Ja, Meat, Lepree, Senuvada, ja. Banane, Fluxmob, Iffy, Dragé, Junge Ulle, ich war auch da. Ey, Surfking. Surfking. Und Rivka und Boftage. All-Star-Squad von ich Berliner Smashern. Ach stimmt, da habe ich Game 5 gegen Pan gespielt. Das war so auch noch. Victor insane. Ist da? Was Victor war da, ja. Ja, aber Victor ist DQ'd. Ich glaube, der war gar nicht da. Oder kam... Ja, der war gar nicht da, der kam nicht. Mm. Der war angemeldet, aber kam nicht. Klassischer Victor. Guck mal, wir haben hier... Also die Winners Quarters sind richtige All-Time-Dinger so. Außer Mainz. Mainz ist... Na, das von Kahn auch nicht wirklich. Kahn gegen Banane? Übertrieben geil. Aber das ist halt ein Wash eigentlich. Also das überrascht mich ja gesagt, dass Banane was gezogen hat. Banane hat ja auch in seinem ersten Turnier bei TSU on-stream gegen Kahn gespielt. Das ist auch auf jeden Fall ein All-Time-Classic, die beiden. Ja, du hast gegen Stevo gespielt. Arthur gegen Geldjunge. Geldjunge hatte damals Ofis besiegt, was wahrscheinlich auch eine Überraschung war. Das war wahrscheinlich eine Überraschung. Warte mal. Nee, die waren 8. und 9. Geldjunge war über ihm gesiegt. Ja, aber das schon ein Tidy. So. Voll. Ja, ich habe gegen Iffy gespielt, weil Victor nicht kam, sonst hätte ich gegen Victor gespielt. Mhm. Ja, und dann haben wir Semis, Arthur gegen Stevo und Kahn gegen mich. Kahn und ich war Game 5 und das war so ein geiles Set, das hat so Spaß gemacht. Ich weiß noch genau, wie es so, da, ich glaube, zu der Zeit waren wir schon so, dass du mich immer gebumst hast so und ich war dann so, ach, keine Ahnung, Kahn ist noch krasser so, weißt du, und dann haben wir so gespielt und Kahn so, er so, guck mal, ich bin richtig am Shaken, ich so, damn, Dicker. Weil ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich dachte so, ja, wir haben jetzt seit 3 Monaten nicht gespielt, bla bla. Und dann hat es mir aber richtig Spaß gemacht. Ja, so, ne? Das ist doch gut. Ja, und im Losers? Ich habe Geldjunge besiegt, dann habe ich gegen dich gewonnen. Ja. Und dann wahrscheinlich nochmal gegen Stevo verloren, ne? Das tut weh. 3-0. Und guck mal, Ofis ist richtig weit gekommen. Ofis hat Leon, Banane, Iffy, Banane und Iffy Game 5. Aber Banane ist schon krass, ne? Und dann hat er gegen Stevo verloren. Banane ist ein bisschen krasser. Ich finde, Banane ist immer so ein low-key krasser Win. Irgendwie. Ja, voll, finde ich auch. Also, voll. Der macht das einem, man muss ihm da wirklich Credit geben, sondern macht das einem wirklich nicht einfach. So. True, ja. Immer, also das Ding ist, ich habe das auch richtig regelmäßig, dass er so Pikachu auf FD gegen mich spielt und ich bin jedes Mal hinterher, bin ich ein bisschen so, puh, Gott sei Dank habe ich dieses Match nicht gedroppt. So. Ja. Mann, das wäre ganz schön kacke gewesen, so, voll, weil dann wäre halt irgendwie auch knapp geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Match gegen ihn gedroppt habe beim letzten Mal, aber ich habe, glaube ich, einmal gegen ihn gespielt jetzt seit kurzem so. Ja, auf jeden Fall, das war da Kiekste war. Da Kiekste war. Da haben wir aber alle gekickt, war. Da haben wir alle gekickt und dann haben wir wahrscheinlich noch krasser gekickt, als wir da ein wöchentliches Ding draus gemacht haben. Ja, war es die nächste Woche eigentlich? Können wir mal schauen. Pass auf, dann kam. Das war eine Woche später. Jedo Reloaded 0, Ausgabe 0, Test. Ah! Deswegen ist Jedo 100 übrigens auch nicht das 100. gewesen. Weil da Kiekste war nämlich kein Jedo, das war ein anderer. Also sowieso, Jedo 100 war tatsächlich das 102. Weekly, wenn du so willst, weil da Kiekste war kein Jedo und Jedo 0. Ja, aber also. Wir lassen die mal nicht zählen. Das waren separate Turniere. Ja, ja. Aber 29 Leute beim... Mega krass, Alter. Beim zweimal. Und das war die Zahl noch. Also okay, beim Jedo 3 ist es stark abgesunken. Wir hatten bei Jedo Reloaded 0 hatten wir mehr Teilnehmer als bei Big PPM 6. Das ist abgefahren. Das ist halt so insane eigentlich. Aber das liegt auch wirklich eben dran, dass so jeder an einem Donnerstagabend mal Zeit hat. So. Ja. Ach so, nee, warte mal. Die Zählung haut trotzdem hin. Es gibt kein Jedo 2. Es gibt dann Jedo 0, Jedo 1, Jedo 3. Warum? Jedo 3 war die Rückkehr der Jedo-Ritter. Na, weil du dann auch gesagt hast, ja gut, dann zählen wir das als erstes. Echt? Ja, ja. Okay, weird. Ich kann mir vorstellen, dass wir das immer vergessen haben. Dass so. Und dann gibt's hier Jedo 3., 5. und dann gibt's Jedo 4. Also haut's doch wieder nicht hin. Scheiße, Mann. Digga, Mann, das ist all over the place. Alles verkackt. Du bist der schlechteste TO der Welt. Fuck, Mann. Anyway, wir haben auf jeden Fall eine neue Location. Und die war toll. Die ist toll. Immer noch toll. Die war ein e.V. Ich schwöre, Alter. In Charlottenburg, ganz am Anfang, ja, das Ding gewesen, dass wir da immer von mir aus, so was, also die Straße runter, das ist schon so ein 3 Minuten Fußweg, würde ich sagen, immer von meinem Zimmer aus TVs halt abgeholt haben, zu 8 oder so, die alle halt auch bei mir so in der Ecke gelagert waren. Ja. Und dann halt die alle so rüber transportiert haben. Das war immer, glaube ich, das war ein bisschen so ein Eyecatcher in der Straße. So, war das ja wirklich, um die Uhrzeit waren da Leute draußen, so ganz viele auch. Und dann laufen da ein paar Arzen mit Fernsehen. Ist schon funny auf jeden Fall. Mega lustig. Und ich glaube, nach so, das müssen schon einige Weeklies gewesen sein, so 10, 20 vielleicht, habe ich irgendwie gefragt, ob die vielleicht Platz im Keller hätten oder überhaupt einen Hinterraum oder irgendwie sowas. Und dann hat Grit dich mit strahlenden Augen angeguckt und gesagt, ja bitte, unser Keller ist viel zu leer. Wir suchen schon immer Sachen, und Leute, die Sachen in den Keller stellen. Und wie leer war der Keller? Erinnerst du dich noch? Er war richtig voll. Er war krankvoll, er war richtig, der war kackenvoll, richtig, richtig ekelhaft auch. Ja. Also nicht richtig ekelhaft, aber so haben wir uns nämlich ein bisschen revanchiert, weil die nämlich gesagt haben, wir machen den irgendwann, wir wollen den sauber machen, aber wir kommen nicht dazu. Und dann war ich so, weißt du was?
wir holen 5 Atzen ran und wir machen das für euch. So, ihr zahlt den Transporter und helft ein bisschen mit und dann haben wir die Manpower so. Ja. Und dann kamen wir irgendwie eines Tages auch dahin, haben das gemacht. Die haben uns hinterher auch Pizza ausgegeben, sehr liebe Leute. Voll nice. Und wir haben den gesamten Keller, so viele tote Ratten habe ich in meinem Leben nicht gesehen, muss ich sagen. Ich habe eine Kiste wirklich hochgehoben und darunter war so eine Zerquetschung. Das war so ekelhaft. Aha. War da, aber habt ihr einen Rattenkönig gesehen? Ich habe persönlich gegen ihn gekämpft auch. Okay, aber weißt du, was ein Rattenkönig ist? Das ist ein Kammerjägerbegriff. Was ist ein Rattenkönig? Das sind verstorbene, mumifizierte Ratten, die ineinander gewachsen sind. Nee, das haben wir nicht gesehen. Chat, für die Zartbeseiteten, macht jetzt die Augen zu. Ich will kurz für die Leute, die auch wissen wollen, was ein Rattenkönig ist, bleibt dran. Ich zähle runter von 3 und macht die Augen zu, wenn ihr es nicht könnt. Es ist wirklich eklig. 3, 2, 1. Das ist ein Rattenkönig. Okay, mach's weg, sofort. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Wir haben es geschafft. Chat, ihr habt es geschafft. Mach die Augen wieder auf. Mach die Augen auf. Ja, Rattenkönig ist auf jeden Fall so aneinander in Schwänzen verknotete Ratten, die nicht klarkommen sozusagen in der Dunkelheit. Ja. Und dann daran verenden. Aber, genau, dann hatten wir halt Riki so mehr. Und es war verrückt. Das war super. Ja. Also es war wirklich auch, ich habe dann, weil wir halt eben auch ein bisschen, das Meltdown war ja so ein Get-Together, wo man halt auch immer so ein bisschen Barabend mit kombiniert hat. Ja. Und deswegen habe ich dann gesagt, so okay, ein bisschen was, so ein Teil von dem Geld, was da jede Woche reingeht, geht halt eben auch in Bier für die Community rein. So, also quasi mit deinen 5 Euro kannst du dir unbegrenzt Bier aus dem Kühlschrank nehmen. Ja. Mittlerweile haben wir das ein bisschen ausgeweitet, optional, dass wenn jemand halt irgendwie eine Limo trinken möchte oder so, dass er dann halt davon auch einen Kasten mitbringen kann. Ja. Hat, glaube ich, noch keiner genutzt, das Angebot, aber theoretisch steht das im Raum. Theoretisch könnte man auch Limo trinken. Also wenn ihr Limo wollt, dann bringt Limo mit nächstes Mal. Sowieso jede Art von Getränke. Also ist jetzt ist nicht darauf beschränkt, dass man da kommt und sagt, ja, ich trinke gar kein Bier, ich habe gar nichts davon. Okay, Dicker, wir können auch was anderes hinstellen, ist okay. Wir haben auch Stauraum im Keller, um halt eine Kiste aufzuheben von Sprite. Oder das ist ein bisschen ein Subtweet. Ja, aber ich sag nur, die Möglichkeit besteht. Die Möglichkeit besteht. Ich will gar nicht subtweeten, ich will hier die Fronten klären. Genau, die Fronten sind nämlich klar. Es gibt Bier bei Jedo und es gibt aber auch Limo, wenn ihr wollt. Ja. Genau, aber wir haben dann halt jedes Mal da ein bisschen unser Ding gemacht, ein bisschen Bier getrunken, haben dann halt eben irgendwann diesen Platz im Keller bekommen, nachdem wir dann haben wir eben da halt nochmal aufgeräumt und dann war es halt auch richtig, also jetzt ist es einigermaßen schön da, würde ich sagen. Es steht gerade wie so ein komischer Tisch mitten im Keller, aber der stört ja nicht so wirklich. Nee, da stehen ja auch Monitore und sowas drauf. Genau. Und was war denn dann das nächste große Projekt? Ich glaube, also ich weiß es, vielleicht erinnerst du dich auch. Meinst du die Beteiligung von RTL? Oh mein Gott, das ist auch nochmal passiert, stimmt. Leute, unsere Venue war ja schon wunderschön. Aber dann hat sich eines Tages Tine Wittler eingeschaltet oder so. Wie auch immer das da macht bei RTL. Absolut. Und hat diesen schöner Wohnscheiß abgezogen mit den Räumen von Divan e.V. Und jetzt ist Divan e.V. umdekoriert worden von RTL Tine Wittler schöner Wohnscheiß. Und ich fand, also vorher hat das irgendwie so einen büromäßigen Vibe gehabt und jetzt ist es halt so ein bisschen leicht schöneres Büro. Es ist wohnlicher. Es ist literally schöner Wohnen jetzt so. Es ist einfach wohnlicher. Ja, sie hat ein bisschen recht. Aber es war, also scheinbar waren die auch nicht so cool zu denen am Ende irgendwie. Naja. Ja, irgendwie musst du ja selbst die Kosten dafür tragen auch so ein bisschen oder so. Ach, wirklich? Irgendwie sowas war da. Also das ist halt auch nicht RTL ganz... RTL schlachtet ganz die ja, aus für dich, ist, Alter. Ist für, so ein bisschen, weißt du, wie viel Geld die damit verdienen mit so einer Sendung auf dem besten Sendeplatz, Dicker? Und dann kommen die und sagen also so, eigentlich, ja, aber also Ikea wollten jetzt die Rechnung eigentlich nicht übernehmen. Eigentlich war das halt so ein Upcycling-Ding. Ja. Die haben halt die Handarbeit haben sie halt gratis gemacht, aber wenn die dann irgendwas dafür kaufen wollten, dann mussten das, glaube ich, die bezahlen. Ah, okay. Ich glaube, das ist auch einfach, keine Ahnung, irgendwie ist es tatsächlich schöner jetzt einfach, würde ich sagen. Ne? Ja. Aber was wir auch hatten da übrigens war... was wirklich sehr relevant ist. Das Arcadian. Achso, nee, eigentlich wollte ich erstmal vom Internet reden. Wir haben Internet! Wir haben Internet und wir haben twitch.tv/BerlinSmash. Ja, Mann. Shoutouts an Jonas, der auch im Chat ist, Alter. Ausrufezeichen Jonas in den Chat. Ausrufezeichen Jonas. Ja, ich glaube, das gibt's nicht. Aber Shoutouts an Jonas. Oder erstmal war es ja Julian. An den großen Bruder. An Julian. Tufsi. Der den Stream ein bisschen aufgebaut hat und dann hatten wir auf einmal halt eben auch so Südwesten hatte, glaube ich, auch noch einen Stream. Aber halt einen der einzigen richtig aktiven Weekly-Streams mit halt sickem Content auch irgendwie, ne? Ja, Mann. Ich meine, klar, wir haben halt zu dem Zeitpunkt haben wir in Berlin Victor, Arthur, Stivo, Senu, dich, Khan, dich, mich, Khan.
Also das sind halt schon Geldjunge mal... Geldjunge auch, der ja auch gerade Hotshot war einfach. Voll. Drin, also und das sind 8 Leute für jede Top 8, Alter. 8 Leute, die uns halt jetzt gerade mal aus dem Stegreif einfallen. Voll. So, da fehlt wahrscheinlich noch irgendwer. Ja, mit Sicherheit. Dusan war ab und zu Dusan da. Dusan war da, genau, stimmt. Mustafa war nie da. Mustafa war noch nie bei Jedo. Der war noch nie in dieser Venue. Ich, das ist ein bisschen peinlich. Ich glaube, Mustafa war noch nie in seinem Leben in Charlottenburg. Doch, ist mein Call. Er war häufiger, er war früher bei mir zu grinden. Okay. Er ist ja einer der Gründe, warum ich so ein bisschen auch ein paar Level-Ups gemacht habe. So, er hat mich ja ein bisschen trainiert. Er ist daran schuld. Fucking Mustafa! Aber er war auf jeden Fall noch nie bei Jedo. Also er hat mich, wir haben ja so 3 Monate lang meine Hände so kaputt gegrindet und dann konnte ich nicht mehr. Ja. Und dann war ich kurze Zeit der einarmige Bandit. Und dann warst du gut. Ich bin ja beim Jedo halt wirklich für so ein paar Wochen mit einer Hand und einem Puff angetreten. Und ich habe, glaube Kevin besiegt damit und Sam fast. Aber da waren die halt auch noch nicht so gut. Ich glaube, später hätte das nicht mehr geklappt. Und das also, weil das war ein bisschen billig, weil du hast da so ein bisschen gerestet so und dann hat es irgendwie gepasst. So, dann hast du so gewonnen. Das war ein bisschen peinlich. Aber es war geil irgendwie. Einarmiger Bandit, gute Zeit. Ich also wäre bessere Zeit gewesen, wenn meine Hand nicht kaputt gewesen wäre. Voll. Aber an sich ist funny. Ja, das schon. Leute, die wir noch da hatten, Leute aus der späten Meltdown-Zeit. Benno, Boff Target. Benno auch immer da gewesen, der ja auch eine Zeit lang wirklich krass war. Ja, Benno hat den, aber am Anfang noch nicht, aber er wurde halt später richtig. Ja, ja, auf jeden Fall. Er hat immer ganz großer so Self-Doubter so, aber. Ja. Der hat halt wirklich nur so gegen so die Heavy Hitters bei uns verloren und immer dann so mit einem richtigen Kampf, ne? Und der hat auch immer... Außer gegen mich. Gegen mich hat er immer aufgegeben. Geil. Er hat immer gegen jeden aufgegeben, aber wenn er halt nicht aufgegeben hätte, wäre es so viel knapper gewesen. Ja, ja. Aber es war halt so ein bisschen so, keine Ahnung, ich habe ihn halt häufig so 3-0, würde ich sagen. Ja, aber es war so ein Ding, wo so halt auf der Neutral Stage verloren und dann hat er nicht gecounterpickt. Er ist einfach zurück auf dieselbe Stage. Voll, ja. Bisschen Big Ball. Ich habe so oft FD Game 2 und 3 gegen ihn gespielt und, und wir haben dann auch PAL gespielt. Ich so, yeah. Was erhoffst du dir hier, habe ich gedacht. Aber dann habe ich auch so, gut, ich nehme dieses 3-0 dann. Ja, yeah, halt, weißt du? Ey, genau. Und dann war das so ein Ding. Das hat sich ewig lang gezogen. Das war geil. Und dann die Arcadians. Das erste. Ich würde kurz aufs Klo gehen. Ich muss ganz, ganz. Na klar, ich suche die Arcadians schon mal raus. Und chill bloß nicht darüber. Was ihr nicht wisst, ist, dass die Arcadians einen sehr, sehr kreativen Namen hatten. Ich sehe gerade noch was anderes. Und zwar im August 2018 hatten wir zwei besondere außer der Reihe Jedos, nämlich nicht jeden Donnerstag Turbulent Tuesday und nicht jeden Donnerstag Wild Wednesday. Da haben wir die ganze Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, haben wir Weeklies nochmal extra, also Weeklies dann nicht, sondern Dailies halt gemacht, einmal in der Divan e.V. Venue und in der Venue auf der anderen Straßenseite, die auch zu denselben Räumen vom Bürgerhaus gehört, nämlich in der Woche vor R5. R5 war ein riesiges Turnier in Nottingham in England, wo wir, ne, warte mal, R5 war in Leicester, glaube ich sogar. 2018? Ja, das war in Leicester. In Leicester, in den Midlands in England. Und da sind halt übertrieben viele Leute hingeflogen aus Berlin und auch richtig viele Internationale, die vorher nach Berlin gekommen sind, weil sie eh über Berlin hätten fliegen müssen. Wie zum Beispiel Triff. Ich erinnere mich daran, dass Triff auf jeden Fall da war. Und wir hatten halt Turbulent Tuesday und Wild Wednesday und dann halt Jedo Numero 13. Das war die Woche vorher und da waren wir halt auch, also da haben wir so ein geiles Get-Together mit der ganzen Community gehabt, auch mit internationalen Leuten und so, das war richtig, richtig nice. Was war das Ding da? Die Special Jedos, Turbulent Tuesday und Wild Wednesday in der Woche vorher. Oh, stimmt, wir haben jeden einzelnen Tag. Ja, außer Montag. Wir haben 3 Tage, nicht jeden Tag. War das Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann sind wir abgereist, ne? Genau, genau. Ey, das war insane, ich hab das auch komplett vergessen schon das wieder. War Turbulent Tuesday. Und Wild Wednesday, ja, Mann. Das ist so gut. Und die waren noch stacked, ne? Ja, ja, Triff war da zum Beispiel. Ey, wow. Ja, das stimmt. Da habe ich ja extra auch die größere Venue für halt Geld. Genau, gemacht, genau. Ne? Oh, es gab noch, bevor das erste Dings kam, bevor das erste Arcadian kam, gab es noch Charlottenburg Chronicles Episode 1 The Wish. War das nicht der einzige? Der unerfüllte Wish. War das nicht der einzige? Das ist das einzige Charlottenburg Chronicles. Gehostet, ne? Ja, kann sein. Da gehen wir mal kurz rein bei Charlottenburg Chronicles, da, Episode 1, The Wish. Da warst du auf jeden Fall du warst noch nicht in Japan. Ja doch, ich war da. Ah ja, du warst 4. Ich nehme an, du hast gegen ich habe gegen dich verloren. Ich vergesse alle Turniere, wo ich gegen so Falkos verliere. Ich bin immer so, nein, die sind nicht passiert. Oh, das war das, wo Senu gegen Khan gewonnen hat, glaube ich. Oh, krass. Wir gehen mal ins Bracket. Von Charlottenburg Chronicles, The Wish.
Da war nämlich, guck mal, Joghurt war da, ja, da zum Beispiel. Ja. Joghurt gewonnen auf jeden Fall. Ganz knapp gegen Arthur verloren. Niki war auch da, wow. Niki war da, Niki hat es auch gewonnen. Nee, Niki, oder? Ja. Nee, Niki hat verloren. Game 5 dann. Game 14 gegen Arthur verloren. Wie absolut krass. Krank, Alter. Ja, Joghurt war da, Maxono war da. Ist das der Max, der Münchner? Ist das Maxono? Ist das dieselbe Person? Dieselbe Person? Das war so ein Typ mit langen Haaren. Der war total nett. Okay. Ich weiß aber nicht, wo der herkommt. Ich glaube, der kam eher so aus Niedersachsen, aus der Gegend. Okay. Da war auch Ghost, der hieß damals noch anders. Der heißt jetzt Ghost. Das ist dieser polnische Spieler, der Fox und Puff gespielt hat. Fox und Puff? Naja, also ich hatte den Impuls und da hat der Fox gespielt. Ja, und im Bracket wollte er mich dann abfucken und hat Puff genommen. Weil wir im Bracket wieder gegeneinander mussten. Okay. Dann wollte er mich so richtig geil abfucken und hat Puff genommen. Und da war ich so, okay. Und dann habe ich ihn halt, naja, also ich bin halt nicht so schlecht gegen Puff. Aber der kam dann auch nicht so häufig wieder, ne? Der war das einzige Mal, habe ich den da gesehen. Ich war zweimal da, glaube ich. Vielleicht war er bei einem Arcadian, aber... Wir haben jetzt einen besseren Polen. Stimmt, wir haben jetzt Anikai. Wir haben Anikai. Aber der Typ hier war auf jeden Fall gut. Der war gut. Aber Anikai ist voll cool. Voll, mega. Anikai, geiler Arzt. Shoutouts an Anikai. Ozan war da. Auch das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich ihn vorher schon mal gesehen habe. Ich glaube nicht. Doch, bei Icebreaker war der auf jeden Fall zum Beispiel. Das war auch ist ein bisschen unangenehme Geschichte für mich, weil ich wusste irgendwie, wer er ist. Hm. Und dann habe ich ihn da in Person getroffen. Ja. Und wir haben halt voll miteinander so einfach, und zwar, wir haben uns voll gut verstanden so, und das war voll cool mit ihm. Und irgendwie hat er mich dann hinterher angeschrieben und meinte so, yo, ey, war voll nice mit dir zu chillen. So, und ich wusste nicht mehr, wer er war. Weil ich einfach die beiden Menschen nicht connected habe. So. Ja. Das ist mir so peinlich, das passiert mir manchmal. Ja. Ich hoffe, ich habe mich dafür mal entschuldigt, aber wenn nein, dann das tut mir sehr leid, Ozan. Ich wusste, wer du warst, ich wusste nur nicht, dass ihr dieselbe Person wart. So, ich habe diese Connection einfach nicht gemacht. Wollen wir uns mal das Doubles Bracket angucken? Wir hatten das gewonnen, ohne ein Match zu droppen. War das Team Jasmin, Dicker? Team Jasmin. Team außer dem Team Hashtag Jasmin übrigens. True, Hashtag Jasmin. Weißt du, wer Team Double Laser war, gegen die wir in Grants gewonnen haben? Niki und Paul. Verrückt, wir haben die geballert. Ja, voll. Die waren erste Runde Losers oder so. Die haben relativ, warte mal, wo ist denn das passiert? Hier, gegen Steve und Trevor haben die verloren. Wow, okay. Voll weird. Und dann die waren aber auch ein gutes Team irgendwie. Voll. Und dann haben die voll den Losers-Run gemacht. Also von Runde 1 bis ins Grands. Yeah. OB und damals hieß er noch Jogo Master. Der übrigens auch ein Meltdown-Generation, aber stabiler, vor allem. Stabiler Jedo-Atze. Vor allem ein Jedo-Generation-Typ für mich, finde ich. Der beste Casual. Ja. Ah, Taiko. Taiko hieß der Pole. Ah, jetzt heißt er anders, jetzt heißt er Ghost. Apparently. Aber Taiko. Und Baumwolle. Dann Dusan und Senu 3-0. Dicker, was das geht macht mit Niki und Paul? Sinn, weil ich glaube, die waren ein ganz, ganz schlechtes Team. Okay, okay. Das war so ein Zweckteam, so, wir sind zwei gute Spieler, so, wir spielen jetzt zusammen, aber das hat nicht geklappt. Ah. Dann gegen Rivka und Ofis Game 5. Auch Rivka und Ofis klingt auch nach einem unangenehmen Team, ehrlich gesagt. So. Komplett. Also ich glaube, für uns wäre das nicht so ein Problem, aber ich glaube so, also da kannst du schon als Doppel-Spacey kannst du da schon so, Yeah, voll. Ja. Und dann Karon Joghurt besiegt. Karon Joghurt besiegt, auch wirklich nicht übel. Und dann natürlich, wo sind sie gescheitert? Easy Clap. Freunde an natürlich Team Jasmin. Ey, stark. Konati und die junge Ulle. Gemeinsam. Das war Charlottenburg Chronicles. Das war The Wish. The Wish. The Unfulfilled. The Original. Wish. Aber war nicht da vorne? Das ist das letzte, das erste Arcade? Ich meine nicht. Ich meine es gesehen zu haben irgendwo. Jedo Recycled. Da, bringt euren Burger Müll Arcadian. Oh, das war doch das. Das war viel, viel früher sogar. Chat, wie heißt das erste Arcadian? Natürlich, da kiekste, wa? Und es war, das glaube ich, das ist mein Lieblingsturnier jemals. Es ist so hype gewesen. Zumindest aus meiner so Zuschauerperspektive. Wir waren aber auch wirklich aggressiv besoffen seit 12 Uhr morgens. das war so geil. Okay, also ihr müsst euch vorstellen, Chat, ihr wisst nicht, was ein Arcadian ist. Also die Backstory erstmal vielleicht. Okay. Also Arcadian als solches ist ein Turnier für Leute, die nicht gerankt sind. Also wenn du in irgendwie deutschlandweit gerankt warst jemals, dann bist du zum Beispiel nicht eligible fürs Arcadian. Genau. Wobei ich aber sagen würde, Perfect Shadow zum Beispiel hätten wir zugelassen. Also man hat da noch so ein bisschen... Ja, also ich habe sehr viel so einfach Ausnahmen gemacht. Ja. Und so Leuten dann gesagt, so, also es gab zum Beispiel Reisem, wollte auftauchen oder so. Ja, und hast gesagt, ich war dann so dicker. Also ganz ehrlich. So ganz ehrlich, wirklich. Ja. Also chill mal so. Ja. Aber der Background ist halt so ein bisschen, ich war früher so halt voll deep in so der so Smash-Twitter-Lore drin. Oh. Und ich war wirklich, also das war so ein Ding, dass ich kannte jeden obskuren Spieler irgendwie. Ja. Und Maxono ist übrigens aus Osnabrück. Das ist Niedersachsen, oder? Ja, aber man kommt mit dem NRW-Ticket hin.
Es ist weird. Es ist weird. Osnabrück ist Niedersachsen, aber es ist so an der Grenze. Okay, okay. Genau, und ich war halt so mega obsessed damit. Einfach so nicht so häufige Matchups. Ich bin so ein ganz großer Hater auf zwei Gods spielen gegeneinander, weil es ist so, ja, wir haben das schon 20 Mal gesehen, es ist nicht mehr spannend. Krass, das ist tatsächlich das Beste an Melee. Aber wenn, da irrst du dich leider, das ist das aber, Beste an Melee. Aber wenn dann so Fringe Top 100 Spieler, komplett unbekannte Leute, die noch nie gegeneinander gespielt haben, gegeneinander spielen, ich war so, meine Augen sind so weit offen, ich bin da dafür. Ja. Und deswegen war für mich halt auch, das ist ein kompletter No-Brainer, irgendwann mal ein Arcadian zu hosten. Und ich weiß noch, dass ich mit ein paar Leuten drüber diskutiert habe und es gab so viele Leute, die so richtig hart dagegen waren. Und es war sag mal zwei Namen. Ich glaube Luma. No way! Luma war sehr hart dagegen. Luma, ich weiß, dass du das hier sehen wirst. Ich bin jetzt sehr hart gegen dich. Ich glaube, ich möchte meinen, ich habe Luma und du sein vielleicht auch. Ich möchte keine Namen rumwerfen. Aber ich glaube, es war ein Ding von so, hä, ja, das ist doch voll kacke, so, wir haben gar keine richtigen Turniere. So. Und ich war so, nee, ich will jetzt einen scheiß Arcadian hosten. Mm. Das sind meine Regeln, das ist mein Haus. Und dann habe ich einen Arcadian gehostet und ich absolut nichts bereut daran. Das war so geil. Es war komplett insane, weil dann war nämlich eben das Ding so, wir haben natürlich ein riesen Turnier draus gemacht. Das waren, glaube ich, 32 Leute oder so. Ja, 36. And then some, weil halt eben, ich war da. Alle Berliner waren halt trotzdem da, noch da. Ja, Dusan alle, war da, ja. Khan war da, Anna war da. True, Anna war wegen Haki da, ich glaub, ne? Ich glaube, Niki hätte vielleicht auch da sein können, bin ich mir unsicher gerade. Wüsste ich gerade nicht. Aber ich fand es halt so verrückt, weil es eben genau dieser Traum war. Du hast einfach so viel Bullshit erlebt. Es waren halt so Sachen, wo also die Leute sind natürlich alle nicht so, so gut. Also sind gut genug, dass da mal was Cooles passieren kann. Und es ist halt viel hyper, so ein Last-Game-Set zwischen zwei Leuten zu sehen, die halt wirklich komplett nicht an diese Situation gewöhnt sind. Ja, so. Voll. Und natürlich dadurch, dass wir halt immer Bier da hatten, habe ich gesagt, was ich hole jetzt 4 Kästen Bier. Wir haben uns auf jeden Fall gut und reingestellt. Wir haben uns richtig einen reingestellt. Oh, ich habe Bier sogar, glaube ich, verkauft an dem Abend, damit die Kosten, weil wir mussten das für den Samstag ja mieten. Und wir mussten die Kosten wieder reinkriegen und dann habe ich halt das Bier verkauft. Und das war irgendwann halt, also Dusan hat Bier bei meinem Laptop gekleckert, so ich war komplett wasted, habe am Ende, glaube ich, auch echt viel Bier so einfach irgendwie so rausgegeben irgendwie. Es war ganz, ganz toll. Es war geil. Und wir können uns ja mal ein bisschen angucken. Wir können uns das mal anschauen. Ich finde, danach sollten wir uns auf jeden Fall das Highlight-Video anschauen, weil das ist komplett insane. Die Pools, also der erste Pool ist schon mal relativ ereignislos, nur dass Third sein erstes Upset gemacht hat und hat OB besiegt. Jan, Alter! Jan fucking K. Ist damit mit dem 2-1 gegen OB, ist er dann auch ins Bracket gekommen. Pro Bracket. Ja. Wow, insane. Das ist verrückt. Hier war übrigens Fluxmob. Und D-Rusty. D-Rusty, unser Homie. Und Atzensohl-Farm. Atzensohl-Farm. Ey, verrückt. Der Greifswalder. Aus Greifswald, ja. Genau. Heftig. Hammerkrass. So, stimmt, die ganzen Greifswalder waren auch da. Greifswald ist wirklich mit allen angefahren. So. Ja, Mann. Die waren voll. So zu sechst oder so. Ja. Guck mal, Tough Sea Geldjunge waren 2-1. Das scheint ein knappes Ding gewesen zu sein. Third Geldjunge auch sehr knapp. Ja, Nudelsuppe war auch da. Stimmt. Ja, Mann. Der war auch im Bracket. Das, war, ich weiß, das stimmt. An, so, dann Robert. Stimmt, Ophis. Ophis hat Robert besiegt, genau. Ophis hat einen kranken Run generell. Ja, voll. K17, die Cute, wie es sich gehört. Ja, Dario kam einfach nicht. Dafür ist Boff Target dann ins Bracket gekommen. Was das krass ist. Ja. Falcon Pounce übrigens auch da. Oh ja, Falcon Pounce, Alter, stimmt. Ipsai. Wird sehr vermissen. Ipsai war auch auf jeden Fall ein häufigerer. Dicker Janbo war da. Oh mein Gott, Dicker. Shoutouts an Janbo. Shoutouts an Janbo. Bro Witzki. Ja, hier gab es bei Ophis Marius und Robert gab es diese 2-1-2-1-2-1-Ding. Nur, dass Robert Marius 2-0 hat. Und deswegen ist Marius hier. Ah ne, er ist trotzdem Zweiter geworden. Trotzdem Zweiter geworden. Warte mal, geh mal kurz hoch. Warum? Weil Ophis andere Sachen. Ach, Ophis hat gegen Boff Target noch ein Game gedroppt. Ah, guck mal, er hat. Nee, hä? Das kann gerade. Das ist falsch. Er hat 11-4. Ah, er hat eins mehr gewonnen, aber eins mehr verloren. Warum packt ihr das am dritten Platz? Das weiß ich nicht. Das klingt nicht richtig. Da muss Smash GG fragen. Das klingt mir wie eine Sache auch, wo er sich beschwert hat und ich habe dann gesagt, so Digga, wenn Smash GG. Und du so, halt dein Maul, Marius, ich bin schockbesoffen. Nee, wo Dings den Marius hat, muss ich ja nicht beschweren, aber Ophis hat Ophis, ja. Übrigens, kannst du dir das heute noch vorstellen, dass Marius gegen Robert oder Ophis verliert? Also, dass ich glaube, gegen Robert könnte ich es mir sehr gut vorstellen. Wirklich, okay. Ich glaube, Robert ist sicher auch besser geworden. Und Marius, Robert spielt halt gar nicht. Und Marius ist ein gigantischer Joker. Robert spielt halt null. Marius ist ein gigantischer Joker. Okay. Dieser Bracket auch übrigens extrem eigenes. Dieser Pool, ja, voll. Es passiert alles, wie es passieren muss, außer Buzz-O und Jesse. Achso. Shoutouts an Jesse. Shoutouts an Jesse. Shoutouts an Kono auch nochmal. Oh, Kono, Dicker, komm mal ran wieder. Wer ist denn Molwam? Das ist, warte. Ah, das ist Jesse. Ah, ja. Ah, das ist Jesse. Okay. Jesse Schumacher steht hier.
Okay, naja, na dann. Okay. Ja, und Jan hat gegen Jesse gewonnen und Jesse hat gegen Jan verloren. So. Aber dafür hat Jesse gegen Kono gewonnen. Was hier in diesem unteren Drittel, was wirklich für nichts relevant ist. Da aber, ist aber richtig abgegangen. Aber hier auch Ozan, ja. Sean Wayne. Was auch Kevin. Ozan, Sean Wayne war ein gutes Set auch. Das ist sicher, voll. Da erinnere ich mich. Und Benno gegen Sam war auch ein gutes Set. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ja, krass, aber Benno natürlich 7-0, wie wir es erwartet haben. Ach, fast ja. Schon gar nicht mehr eligible fürs Arcading. Genau wie Geldjunge, wo wir auch gesagt haben, so, Naja, also. Naja. Also, ich fand, das war komplett fair. Ja. Also, Geldjunge beim ersten okay, beim zweiten never. Geldjunge war vielleicht so ein bisschen. Ich meine, Geldjunge hat ja in beiden Fällen Sets gedroppt. In dem zweiten hat er kein Set gedroppt. Doch, stimmt, da hat er. Ja, gut, okay. Siehst du? Weil er Falco Ditto gespielt also hat. Also, ich glaube, genau wie im ersten hat er auch nur, weil er. Sein Main, also von seinem Main geswitcht ist, hat er ein Set verloren. Dann naja, hat er nur noch Fox gespielt. Er hat ja seinen Main genommen und hat dann gesagt: So, Moment mal, das funktioniert mit dem anderen viel besser. Oder? Er war ja eigentlich genau Falco. Nein, er war Fox Main. Es war genau umgekehrt. Er war so Dual Main, würde ich sagen. Aber ich finde es mal, wie gesagt, ich fand es irgendwie okay. Also klar, es war so ein bisschen controversial, aber ich denke mir halt auch, er war offensichtlich nicht auf dem Level, wo er halt die so Leute, die halt PR'd waren, so irgendwie angefasst hat. Er hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon mal gegen Khan gewonnen. Da wäre zu dem Zeitpunkt. Das halt so wie ein Banane gegen Luca Wins. Das passiert ja mal. Okay. Aber ich, wie gesagt, ich fand's von den Results her irgendwie fair, vom Skill vielleicht halt okay, aber man muss halt, glaube da auch irgendwo gibt's halt eine also muss man mal sagen, so hier ist jetzt vorbei. Ich find's klar debatable, aber ich war dann im Endeffekt so, es war sau Hype. Ja. Also ich habe das Turnier auch so sicher ein bisschen mit Geldjunge in Mind genommen, weil ich dachte so ein bisschen, ich werde jetzt hier den Cut-Off machen. Das haben wir uns alle gedacht. Und Leute, die klar besser sind als das, werden halt nicht zugelassen. Und Leute, die klar schlechter sind oder schlechter halt als das und gleich gut, die werden zugelassen. Okay. Den letzten Pool hat Alex gewonnen gegen Buxbaum, auch mit einem soliden 2-0. Wow! Hat so, aber, also der Alex aus Sachsen. Ja, Alex aus Sachsen. Dachte, hat aber richtig viele Games gedroppt gegen Beat Josh, gegen Hiro und gegen Banane. Und gegen Alex. Baumwolle. Und gegen Alex. Ich dachte gerade, dass der Alex. Ja, gegen Baumwolle, ja genau. Gegen Animal Rights. Aber trotzdem stabil. Alex auch. Ich weiß nicht, ob der noch spielt. Ich hoffe, der spielt noch. Weil der auch immer ein stabiler Typ. Voll. Der auch krasser Grinder. Ich bin einmal bei einem Awakening, glaube ich, so. Als so erster in die Halle oder als zweiter, da saß er schon und hat so einen, und ich bin wirklich Frühaufsteher. So. Ja. Oh, Dixer, erinnerst du dich noch an Muff, Dicker? Mann, Muff, come back. Ich schwöre, come back, Alter. Und auch Hiro, wo ist er hin? Wo ist Hiro, Dicker? Hiro ist so einer, da bin ich mir 100% sicher, dass der irgendwann. Der ist so fünfmal gequittet und zurückgekommen. Ja, true. Beat Josh. Beat Josh, wo bist du? Wo bist du überhaupt, Beat Josh? Der Moabit-Arzt, wo ist er? Ja, Mann, Moabit Josh. Anyway, das bringt uns zum Bracket von Da Kiekste war am Berlin Arcadian, wo Geldjunge ohne Probleme bis ins Winners Final gekommen ist gegen Buxbaum. Buxbaum, obwohl er im Pools gegen Alex verloren hat, hat dann gegen Ofis, und das war ein richtig knappes Spiel. Das war krass. Das war so krass. Dann gegen Benno, wow. Game 5. Und dann gegen Robert einfach easy 3-0. Der Bayern-Team-Kill, ey. Ja, aber ey, ganz ehrlich, ganz dolle Shoutouts an diesem Run. Einfach halt. Von, ja, voll. Krass schwerer Bracket auch. Vor allem für dieses Turnier halt wirklich nur gegen. Ich glaube, das sind halt wirklich so die Top 4 gewesen, die er da besiegt hat oder so. Ja, dass er gegen Alex verloren hat im Pools, hat ihm diesen Run überhaupt erst in den Weg gelegt. Und er hat es dann einfach genommen, Alter, wie ein Champion. Er hat gesagt, okay, lief halt scheiße heute Morgen, aber jetzt, Alter, jetzt bin ich ready. Ja, ja, und er würde später auch nochmal ready werden. So. Oh ja, Marius hat gegen Alex verloren, gegen Animal Gegen seine Rides. Samus wahrscheinlich da. Oh, stimmt! Oh mein Gott, Alex, Samus und Marius hatten eine übertrieben geile Rivalry immer. Alex hatte ja mal auf jeden Fall Gott. Ein bisschen Marius Nummer, aber halt eben andersrum auch so ein bisschen. Das war immer sehr spannend. Die Rivalry zwischen den beiden war so geil. Das war wirklich nice. So, Jan ist letzter geworden, gegen Ofis verloren, wahrscheinlich ein Puff Ditto. Rest in Peace, Jan. Schiller-Gimmis. Beat Josh hat hier gegen Tafsi sich durchgesetzt, dann gegen Kevin Game 5 verloren. Wow. Okay. Aber Ofis, das ist halt eigentlich der Run des Turniers für mich, Ofis. Ofis auch auf jeden Fall krasser Run gewesen. Gegen Animal Rights 3-0, gegen Likey 3-0, gegen Robert 3-0 und gegen Benno 3-2. Und dann musste er leider gegen Geldjunge. Gegen Buxbaum hätte er halt auch noch, weißt du? So, das meine ich. Das wäre halt so ein. Es hätte im Berlin Grand Final sein können, wenn Geldjunge. Hat er nicht gegen Ofis irgendwie eine Bombe gezogen? Also das kommt in dem Highlight-Video. Ich glaube ja. Ich dachte, die haben hier schon gespielt. Okay. Das war nämlich super knapp. Das war so ein Last-Stock-Ding und da hat dann Buxbaum eine Bombe gezogen. Ja. Das war komplett verrückt auch. Das war so geil. Ey, Alter. Boah. Ja, und dann hat Geldjunge halt im Grand Final komplett aufgeräumt und hat dann halt nicht mehr Falco genommen, sondern Fox. Ja. Und hat Buxbaum komplett zerschissen. Das war verrückt. Das war wirklich nicht normal. Und das gucken wir uns jetzt mal an, Freunde. Ich muss noch kurz raussuchen. Ja.
Das war, ey, keine Ahnung, ich hab das habe ich, glaube ich, zusammengeschnitten sogar. Das müsste auf meinem Kanal sein. Ach so, wie heißt das denn genau? Kobobi Mele, glaube ich. Kobobi Mele, Kobobi Mele. Und da. Da kickst du mal. Berlin Mele Arcadian Highlights. Und Highlights es sind. Ey, aber es sind sehr viele Geldjunge Highlights. Ja, es ist nur das Geldjunge Highlight Video. Sound an, warte mal, also da, genau. Ey, boah. Oh, was? Ja, okay. Ist auch so, wir haben das so komplett abgehypt, dass er einfach so die ganze Zeit Drillshines. Ich schwöre, heutzutage würden wir sagen so, ach, keine Ahnung. Nee, also das war solide halt, aber das halbe Video ist Drillshines. Das ist halt, das irgendwie, hier gab es ein paar Sachen, die einfach richtig verrückt sind. So. Ja. Das zum Beispiel ist schon ganz gut gewesen. Insane. Da habe ich gelacht. Ey, die Commentary, ich kann es jedem empfehlen, dass ich separat nochmal anschaue, weil die Commentary so lustig auch. Wir sind halt wirklich so Degen, Alter. Oh, das hier war auch ganz witzig so, weil wir machen hier, glaube ich, irgendwie sowas ganz Abgefahrenes. Das hier, genau. Das ist nicht so geil. Also es hat nicht mal richtig geklappt, aber es war einfach nice. Das war da so Scheinausweis. Er ist aber schnästi. Ja. Er ist aber schnästi. Ey, boah. Das Geldjunge-Highlight-Video, Alter. Allein, guck mal, das ist jetzt nur dieses Best-of-Three-Set gegen Nudelsuppe, was halt so, oh mein Gott, was halt schon ein halbes Highlight-Video ist, so, weißt du? Oh, er hat kurz gecharged! Und er hat getauntet auch noch. Also, ja. Richtig cheeky gewesen. Das war auch krass hier. Oh, und die Samus-Schelle! Das war mit der Samus-Schelle. Ah, ja, stimmt, die Samus-Schelle. Warte mal, das müssen wir mal kurz lauter machen, wenn du kannst. Hör doch, hier jetzt passiert's. Warte, das kommt nochmal. Ja, ja. Das ist mir Geld runtergefallen. Ich liebe, das ist wirklich einer meiner Lieblingsteile. Noch eine Samus-Schelle. Ey, Kevin, wirklich. Und dann hier wurde, glaube ich, irgendwie so darüber geredet, dass wir alle. So, dass wir so Abtreibungsgene sind oder so. What? Da gab es ein Zitat, das halt so: Wir sind alle pro-life hier. Holy shit. Aber das lag daran, dass wir über so Bibelgeschichten geredet haben. Aha. Ey, das war auch komplett witzig. Also klar, ja, Mann. Let's go, ey. Sam. Ey, ein bisschen slower pace hier. Ja, komm, Ofis. Oh, was? Ofis hat so viele ridiculous Rests gemacht. Ja, voll. Das war Ofis bestes Turnier. Ich schwöre, ich war so Fan von Ofis an dem Tag. Ja, voll. Aber das war ein bisschen ein Berlin-Ultra. Was? Oh mein Gott. Ein bisschen Berlin-Ultra-Ding. Ah, das war Jan. Das war Jan? Ja, das war Jan. Oh shit, es ist der Dritte. Es ist der Dritte. Bijosch gegen Alex? Ja, Mann. Ja, Mann. Ey, stimmt, da gab es ein Ding, wo er macht jetzt was richtig Cooles. Und dann, ja, das ist das hier, genau. Es ist eine richtig lange Kombo. Und eine richtig lange Interaktion, so. Und dann wird er einfach gescheinspiked. Warte. Ey, der Wave-Dash, ey, das war verrückt. Ah, nee, danach kommt's, danach okay. Kommt's. Ich glaube, ich gebe es nicht direkt an nächstes. Nee, ist nicht der nächste Tag. Das war auch, Bijosch war auch kurz davor, das Set zu gewinnen und hat es dann noch gedroppt. Das weiß ich noch auf jeden Fall. Ja, ja. Es war halt so, er ist literally last hit game 2 und dann. Ja. Genau, er macht genau das, macht hier, genau. Jetzt kommt's, glaube ich. Das hier, ja. Verrückt war, ihn da wegbekommt. Und außerdem verliert er das Set. Ich wusste das irgendwie incorporaten, so, aber. Oh, Fallrückzieher? Klasse. Ey, wow. Ey, super. Ich vermisse Bijosch voll. Mega. Das ist auch verrückt hier. Alex. Ja. Hey, Alex, hey, super. Hat auch einmal gegen Buxbaum gewonnen. Naja, es war Pools. Stimmt, hier kommt jetzt eine ganz abgefahrene Kombo. Die ist auch nochmal abgefahren. Das ist eine Marius-Kombo. Marius und Sushko, glaube ich. Ah. Naja. Naja. Wie Marius sich freut. Achte bitte auf Marius. Er ist orgasmisch. Das ist auch die, das ist eine Bijosch-Kombo. Die ist krass. Oh, shit. Das ist auch schon, er hat sich richtig gefühlt auch. Entschuldigen Sie mich, ich muss kurz aufstehen. Das ist auch verrückt. Oh, ja. Ey, das war so sick alles. Oh, Benno. Benno-Kombo. Shades of Benno. Da wurde er krass. Da hat er wirklich ein bisschen aufgedreht. Ja. Ich hätte ihn fast lieber im so Losers Finals gesehen als Ofis, ja. Aber das war mit Ofis, so wie es passiert ist, auch perfekt. Voll. Alles. Oh mein Gott, das stimmt. Er wäre fast gestorben, aber ich hätte die Bombe gezogen. Ja. Und da ist der Stream gestorben. Buxbaum heftig am Trainieren. jetzt hat angefangen, irgendwann, Dusa war so besoffen und hat angefangen, so auf Spanisch zu kommentieren. Chico Dinero. Chico Dinero.
Den haben wir original, weil er Falco gespielt hat. Also der Geldjunge Falco ist der Chico Di Nero gewesen, nämlich. Ist das so? Ja, ja. Ich glaube, an dem Tag ist es entstanden, glaube ich. Ja, weil er auf ja, genau. Weil er auf Spanisch kommentiert hat. Konzentriert hat. So witzig einfach. Ey, ich komme nicht klar. Monsterbub. Monetenbub. Ach, Monetenbub, ja. Ey, stimmt, wir haben die ganze Zeit anderen Namen gegeben. Ja. Dann. Geh mal kurz zurück, da warst du gerade neben und hast du in sein Gesicht ihn gehypt. Ja, na klar. Sogar auf ja. die Schulter geschlagen, Paul. Mit Set. Dicker, ey, Paul und ich sind immer so, also yeah. So, ich hype ihn immer so und Dings, Alter. Ich glaube, wow. Es war auch davor schon. Er war mit Taunt auch noch. Ich glaube, original, seit wir das erste Mal gegeneinander gespielt haben bei so einem PPM, als ich ihn das erste Mal yeah. gesehen habe, haben wir im Record gespielt und da war ich schon so, auch schon mit Set. Ich so, Dicker, du bist so insane, Dicker. Ey. Ah. Wow. Er war getauntet. Dann verliert er das. Er verliert das Set, ja. Natürlich. Da war Kevin auch raus und richtig besoffen. Oh, das ist auch mega witzig. So knappes Set und dann das letzte Mal war so ein heftiger Wurf. Microfist, Ofist, Digga. Yeah. Es kommt jetzt die ganze Zeit, wie Ofist sich feiert für die Rests, ne? Yeah. Das ist so geil. Das, ja, ist, das ist auch ein dummer Rest. Das ist so ein geiles, Digga, ey. Und das killt nicht so, ich bin so, Ja, und jetzt restet er gleich nochmal. Das ist so, das Turnier von Ofis war so insane. Benno hat sich so viel Mühe gegeben, ja. Das so, ey, wow. Es ist so funny. Stimmt, ich erwähne jetzt, Graham wird nochmal gerestet. Genau, ja. So, Digga, es ist so lustig, Alter. Und es ist Game 5, die Eier musst du haben als Ofis erstmal, das ist so krass. Ey. Und jetzt Grand Final. Das stimmt, das war an dem Tag hatte Ofis Spaß am Spiel. So. Genau, und es war wirklich, ich habe Ofis noch nie so gut gesehen. Es ja, war so krass, Mann. So. Und ich war, wie gesagt, ich war richtig Fan von ihm, weil es hat so ja. Spaß gemacht, ihm dabei zuzugucken. Das stimmt auch, weil er sich ja wirklich herzlich gefreut hat. So, ey, mega. Mann. Wir brauchen mehr so ein Ofis. Voll. Ich will Ofis Puff auch mehr sehen. Auch immer, wenn wir spielen, sagst du, Digga, kannst du bitte Puff spielen? Young Link ist so langweilig. Also, es ist auch, wenn ihm das mehr Spaß macht, okay. Aber ich glaube, wenn er mehr Puff grinden würde, dann würde ihm das auch mehr Spaß machen. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber okay, das ist ja... Ja, ey! Ja, Mann! Das war doch geil! Das kannst du nicht erzählen, so dass das nicht geil war. Das ist so geil, Alter. Ey, boah! Digga, wie Julian ausrastet hinten. Da kam ich auch nochmal rein. Dachte, ja, komm, du sagst, schreib gefickt wie ein Buch. Wie ein Bub. Ja, Mann. Ey, wow. Das war Arcadian. Das erste Arcadian. Berlin so Melee Arcadian. Abgefahren gut, wirklich. Man sieht Ofis nicht scheiße. Leute, guckt euch das Video nochmal an. Schaut es euch nochmal an. Ja. Auf Kobobi Melee. Auf Kobobi Melee, genau. Und dann schaut euch... What is that movement, Ice? Schaut euch die anderen Videos auch an. Ja, Mann. Vielleicht. 100.000 Prozent Atze. 100 Atze. 100 Atze. Vielleicht kommt bald 102 Prozent Atze. Ich habe auch eins ready, aber irgendwie habe ich keinen Bock. Also weiß ich nicht. Das ist also Netplay. Ich brauche immer noch ein paar Kombos, aber dann geht's ab. Ja, und dann, wie gesagt, wir hatten schon ganz Chronicles. Ganz viele Jeder. So, man sieht auch immer so, es hat sich wirklich gehalten auf so voll. Über so 16 plus Teilnehmer. Das war verrückt. Dann gab's. Nee, Shadow of Chronicles waren wir ja gerade schon. Genau, dann gab es DKW 2. Berlin bleibt hart. Aber das ist aber Turbo. DKW 2, The Wish. Wo ist der richtige Bracket? Ach so, das sind... Ach, die sind Dings, Alter. Das ist so ganz komisch hier gemacht. Hier. Da. Die wurden nämlich separat gemacht auf Smash DG oder so. Das war okay. Ganz bescheuert. Es war... Irony war da, wow. Irony war auch aus Sachsen, ne? Das ist ein Sachse gewesen. Ja. Auch stabiler Marv gewesen. Aha. Und Aori war der Falcon, ne? Waren das Freunde? Weiß nicht, ob die Freunde waren, aber die werden sich ja safe gekannt haben. Stimmt, ja. Aori hat auch geile Sachen. Er hat gegen Tyra so einen Falcon-Punch so gelandet einfach. So einen Recovery-Falcon-Punch. Oh, von ja. Von Aori habe ich den gelernt. Ah. Und damit habe ich ja, ich habe dich, glaube ich, sogar schon mal damit getroffen. Nein, das kann nicht sein. Doch, auf jeden Fall. Auf gar keinen Fall. Das ist passiert. Konsti lügt. Oh, stimmt. Hier, da Kiekste war 2, war ein bisschen auf dumm gemacht. Da gab es 8 Pools, wo die Top 2 weitergekommen sind. Und dann hatten wir hier... Ich bin's ein bisschen besser. OB war der Second Seed, aber hat ordentlich auf den Sack gekriegt. Wow, ey, also da Kiekste war einfach nicht OBs Turniere. Wirklich nicht. Und danach ist er nach Hamburg gegangen, um sich diese Schmach nicht mehr zu geben. Aber Boff Target ist ins Bracket gekommen. Was insane ist. Und da war auch Lost Hero 64. Shoutouts an Lost Hero 64. Shoutouts an Lost Hero 64, den einzigen richtigen Brandenburger Arzt, würde ich sagen. Ja, Mann. Und er streamt auch auf Twitch ab und zu. Ich raide ihn manchmal, wenn ich ihn live sehe. Echt? Ich wusste das gar nicht. Ja, ja. Geh auf Lost Hero 64. Liebe Grüße an Lost Hero 64. Mega. Abonniert ihn. Guck mal, Arzt, so, fahren wir wieder da. Ich weiß nicht, wer Flo war. Florian B. Kein Plan. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Pool 2. Da war Haki da. Das war das, wo Anna da war wegen Haki. Weil beim ersten war Haki nicht. Nee, doch beim ersten auch, glaube ich.
Ich habe seinen Namen nirgendwo gesehen. Das ist in dem Highlight-Video, es taucht Anna auf. So deswegen reden wir über die Bibel, weil Anna irgendwas darüber geredet hat. Ah, okay. Aber Lemuren King durchgekommen hat. Lemuren King gegen Shushku. Gegen Shushku behaupten können. Ja. Auch krass eigentlich, auch stark. Lemuren King auch manchmal einfach sehr gute Runs gehabt. Voll. Und Janbo hat beim ersten Mal so gut gefallen, dass er direkt aus Bremen wiedergekommen ist. Und es noch besser gemacht hat. Übrigens ganz kurz beim ersten erkennen auch noch sehr, sehr schmeichelhafter Moment für Buxbaum danach, dass er im goldenen Fass da um die Ecke. Oh mein Gott, stimmt, wir waren im goldenen Fass. Wir waren auf ein Bier im goldenen Fass und den Laden hat er komplett zugekotzt, weil er sich zu viel Berliner Luft gekauft hat von dem Preisgeld. Mann. Buxbaum hat in den Aschenbecher am Tisch gekotzt. Es war so funny. Und Alter. Auf den Tisch und auf sich selbst. Oh ja. Das ist ja ganz verrückt. Shoutouts an. Es war auch so ein ganz ungewöhnliches, weil er meinte so, er hat es auch selber nicht so richtig kommen sehen und dann war er auf Klo und hat sich ausgekotzt und dann hat er sich hingesetzt und dann musste er sofort wieder kotzen. Das klingt wie so ein Berliner Luftabsturz. Voll, ne? Ja, aber das hat jeder einmal in seinem Leben und dann nie wieder. Und das Ding ist, er ist auch nicht abgestürzt. Er war halt voll sane danach einfach. So, ja. Das war halt ganz weird so. Und er ist vom Klo gekommen, vom Kotzen, hat sich hingesetzt und dann so, oh, ich glaube, es geht schon wieder los. Und dann musste er wieder kotzen. Und dann war er aber auch durch dann. Das war's dann. Also ganz, ganz krass, ja. Ach, Buxbaum, Alter. Gute Geschichte. Shoutouts. Aber TuffCup geht. Oh nein, TuffCup. Gagali Grü, schönen Abend noch. Schön, dass du da warst, TuffCup. Dankeschön. Lemurenkönig durch den Pool gekommen. Zusammen mit Haki durch den zweiten. Im dritten Pool Rivka und Marius durchgekommen. Da war Coxbutter. Der gegen Marv verloren hat, wow. Sheesh, das war das erste Set, was Marv gewonnen hat wahrscheinlich. Na, und da gegen Luki A noch gegen Luki A, dang, Alter. Was, das ist voll abgefahren. Und gegen Jojo aber verloren. Oh, Jojo war da. Da hat Jojo irgendwann angefangen. Dang, Jojo ist auch ein OG. Ein OG Diva. Der ist gerade bei mir zu Hause, der ist bei Maxi gerade. Wirklich? Yeah. Hey, TuffCup, danke für die beiden Subs. Nochmal. An Asta und an TB Flame. Nochmal zum Abschied quasi. Dankeschön, TuffCup. Du bist echt der Geilste. Aber abgefahren, Mann. Luki A, kein gutes Turnier gehabt hier. Ja. Wahrscheinlich, weil es nicht genug Bier gab. True, der war auf jeden Fall immer ein bieriger Arzt. Aber Benno und Marius, abgefahren eigentlich, dass Marius das gewonnen hat, weil eigentlich gab es eine sehr lange Zeit, wo Marius. Marius hat es auch verloren. Rivkas Nummer hatte. So. Also er hat immer gegen Rivka gewonnen. Ach wirklich, ja? Ja, super, okay. Super lang. Weil er so ein bisschen so ein Sheik-Slayer war eine Zeit lang. Ah. Ja, hier Cross, den kannte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ich habe an dem Abend richtig viel mit dem noch gespielt, weil er war ein bisschen sad nach dem Turnier. Ja. In Pool sah alles noch so gut aus, aber er war danach ein bisschen sad. Er ist ein bisschen ein Falco. Ja, und ich habe richtig viel mit ihm gegrindet. So. Und Ofis hat auch gegen ihn verloren, auch 2-0. Das ist auch stark, starke Leistung eigentlich. Ja. Und ja, Ofis ist aber trotzdem durchgekommen. Alex damals wahrscheinlich noch mit Samus. Dann war Gut Milk und Kono und Honolulu, Dicker. Ich glaube, wenn ich noch einen Arcadian mache, dann muss ich eigentlich wieder große Pools machen. Weil ja, finde ich auch. Das sind so Leute, die sind nicht durchgekommen, die hätten durchkommen sollen. Voll, so. Das finde ich auch. Und man müsste mehr Chancen dafür haben, das stimmt eigentlich. Also, aber es waren auch fast 50 Leute. Für so ein richtiges Turnier, okay. Ja. So, aber. Also ich glaube, größte Pools war deswegen wegen der Größe vielleicht nicht feasible. Ja, ja, voll. Aber. Das ist schon, also muss schon nächstes Mal gemacht werden wieder. Okay, nächster Pool. Dicker Honolulu. Ich glaube, das erste Mal, dass er hier auftaucht. In unserem zumindest Podcast. In, ja, Honolulu, Shoutouts. Absolute Legende, wir streamen gerade von einem alten Laptop von ihm. Stimmt, ja. Ja, also Shoutouts an dich, Bruder. Ganz viel André, Liebe. Bester Mann. Er hat einen schönen Podcast. Ja, sehr schön. Keine Ahnung von nix. Bitte sofort anhören. Koro, hier, der konnte sich knapp gegen Sam durchsetzen, aber Sam ist nicht aus dem Pool gekommen, weil er gegen Jan verloren hat. Jan! Schon wieder ausgerastet! Schiller, gebiss! Jan ist alles, was ich sein möchte. Einfach nie, immer so, nur so solide bei den Weeklies und dann komplett am Ausrasten, wenn es wichtig ist. Ja, Mann, voll. Er steppt ab. Schiller, gebiss. Ja. Ich will, aber Dicker, ein Klatsch. Ich krieg seinen Arsch nächstes Mal, das kann nicht sein. Ich fahre nach Nübbes, Alter. Nübbes? Ich fahre nach Nübbes und lass mich von ihm wichsen, Dicker. Das erste Mal in meinem Leben gegen ihn verloren. Ich glaube, was einmal noch passieren muss, ist, dass jemand von Schiller Gümmes double eliminated werden muss. Das ist sicher vielleicht schon mal passiert, aber so ein guter Spieler muss er sein. True, ja. Einfach, dass so Winners ich, Losers Jan und dann. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt, das ist mir auch recht. Umgekehrt und ist sogar noch wahrscheinlicher, weil du Losers wahrscheinlich einfach tearen wirst. Du verlierst gegen irgendeinen so abgewichsten Falco Runde 1 und dann bist du, okay, Dicker, ich hasse alles und aber dann. Ich verliere nicht mehr gegen so abgewichsten Falco. Auch richtig, auch. Also ich glaube, ich bin schon mittlerweile ein solider so Winner. Ich sag mir so, ich traue dir einen besseren Losers Run zu als Jan, deswegen glaube ich, es wäre besser, wenn du im Losers bist. Das ist vielleicht fair, ja. Aber. Das wird sich dann rausstellen, wenn es passiert. Ja. Okay, nächster. Und Koro hat übrigens den Pool gewonnen. Koro, den werden wir später auch noch sehen. Den werden wir später noch ein paar Mal sehen, ja. Dann
Tyra, stimmt, gegen Auri. Und Aori. Auri, aber 2-0 verloren, aber ein Falcon Punch gelandet. Das hier ist übrigens der Pool der Besucher, Alter. Aori, Tyra, Chenuke aus aber auch Greifswald. Aber jeder von woanders auch. Jeder von woanders, ja. Und dann AIDS und Dr. Roy waren Berliner. Okay. Der AIDS ist in Australien gewesen. Ja, genau. Aber der ist ja auch schon Jahre in Berlin gewesen. Ja, aber to be fair, erzähl aus Australien. Ja. Australier dürfen niemals Berliner werden. Also Ahmed ist der einzige Berliner in diesem Pool. Ja, aber er hat zumindest solide AIDS besiegt. Das stimmt. Das war immer ein Witz im Meltdown. Oh, immer, no. Er hat AIDS besiegt. Toll. Dann Irony hat gegen Jens verloren. Oh, er ist nicht durchgekommen. Nein, Jens, also Simon, also der... Der Eisspieler. Genau. Ist er aus Franken oder ist er aus Südwest? Der ist aus Bayern auf jeden Fall. Aus Bayern, ne? Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall ist der ins Bracket gekommen. Und das ist halt so, das ist ja Irfans Lieblingsspieler. Oh shit. Hey, Lukas, danke, dass du den Sub zurückgegiftet hast an Sanani Yevrum. Obwohl an der Stelle muss ich sagen, ich habe da zugeschaut, als ich war so ein bisschen betrunken so reingehüpft und habe dann so ein kleines bisschen so Marius angefeuert. Hm. Und dann hat Marius sich ein bisschen zusammengerissen und ihn komplett zerschissen im Bracket. Okay. Auch so irgendwie so Comeback-mäßig. Ja. Und ich glaube, Simon war ein bisschen sauer. Ja, verstehe ich. Aber er kommt nach Berlin. Er kommt nach Berlin. Was denkst du, was passiert? Da kickt er, wa? Asking for it. Da hat er gekickt, wa? Und Berlin ist hart geblieben. Sehr richtig. Irony hat den Pool gewonnen, hat aber gegen Jens verloren und Tough C ist deswegen nicht rausgekommen. Tough C hat's gewonnen, yeah. Irony ist nicht rausgekommen. Oh no. Das ist insane. Das ist wirklich insane. Dang. Okay. Ja, das ist ein krasser Pool. Und Marco, das letzte Mal, dass ich was von Marco gesehen habe. Bevor er ein Kind bekommen hat. Der Marco, ein verdammter Daddy. Und Jesse auch. Jesse auch, der ist dann auch irgendwann danach nicht mehr gekommen. So, und dann... Hier ist nämlich Max. Bei dem letzten... Das ist ein Münchner Marth. Und der ist lächerlich gut gegen Fox. Der kann nichts in diesem Spiel außer gegen Fox spielen. Aber er ist so krass gut gegen Fox. Der hat bei HTS gegen Maxi gewonnen. Bei Hive Miss hätte er fast gegen Rix gewonnen. Und hat dann aber gegen Jan verloren. Deswegen ist er nicht durch den Pool gekommen. Ich musste bei dem letzten HTS auch, ich musste in Winners 1 gegen ihn und dann musste Maxi in Losers 1 gegen ihn. So, ne? Und dann war ich so, ich habe ihn halt 3-0. Er kam original, Max kommt zu mir an und er sagt so, schauen wir mal, ob ich als allererster aus dem Turnier fliegen kann. Ne? Komm. Er war so richtig so ein defeatist Attitude einfach so. Ne? So kam er zu mir an, ob er als allererstes aus dem Turnier fliegen kann, fragt er mich, während er gegen mich spielen muss. Ich so, na gucken wir mal, ist ja jetzt auch nicht so ein leichtes Matchup, ne? Müssen wir mal schauen. Vielleicht dauert es ja ein bisschen oder du gewinnst sogar. Und er so, okay, wir setzen uns hin. Ich reiß ihm komplett den Arsch aus. Und das erste Match ist so, du kennst ja so, gerade bei so Matchups mit einem Floaty, da ist man erstmal so ein bisschen sich am Abtasten so. Aber so ab der Hälfte vom ersten Match war ich so, okay, er rennt in alles rein, er wird immer ungeduldig. Ist okay, also, da habe ich ihn halt so easy 3-0. Ja. Dann muss er gegen Maxi und ich so, und Maxi so, ja, ich muss jetzt gegen Maxi. Ich so, ja, ist voll, sonst hätten wir gemusst. So, ne? Und er so, ja, das wäre auch scheiße gewesen. Ich so, okay, dann fix du ihn. Ne? Also, ich denk mal. Ne? Und dann komme ich wieder und Maxi so, er hat mich komplett auseinandergenommen. Also, war 3-1, war jetzt auch nicht so richtig knapp. Ich habe halt auch SD und so, aber er ist halt so lächerlich gut gegen Fox. Ich so, what? Das und er ist halt so signifikant viel besser gegen Fox einfach. Er hat hier auch einfach Banane. Er hat King. Banane, King, Koba. Ja. Wer ist denn Göre, Dicker? The fuck? Wer war Göre? Geil. Hast du keine Ahnung. Aber ja, Max. Aber gegen Nölz gewonnen. Ja, gegen Nölz. Gegen Nölz Balls. Nölz habe ich auch schon mal gespielt. Nölz, in der mittlerweile gar nicht mal so schlecht ist. So. Das ist so ein textgeliger Fox. Ja, genau. Ja. Damals war er, glaube ich, Falco. Max ist der negativste Mensch aller Zeiten, habe ich gerade gehört. Okay, alles klar. Erzählt man sich im Chat. Paul war auch da, hat es nicht durch den Pool geschafft. Keine Paul-Kombos leider. Get fucked. Get fucked, zu wenig Paul-Kombos. Das war doch damals, als Hannover noch so in Shambles war andauernd. Gute Zeiten. Ja, Max ist auf jeden Fall durch den Pool gekommen. Aber jetzt dann, ist es ja wieder in Shambles. Weil wir haben es, also... Naja, letztes Mal hat Paul gegen mich gewonnen. Imagine, okay. Hannover kommt jetzt hier hin und dann werden die von halt dem besten Berliner gefickt, nämlich von Niki. Was wollen sie machen? Ein Sapf. Okay, und dann sehen wir uns das Bracket an. Völlig unproblematisch hat sich Geldjunge durchgesetzt bis ins Winners Final gegen Third... Ironischerweise gegen Max, der so gut gegen Fox ist, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Umso beeindruckender. Ja, zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht, weiß man nicht. Ey, ne? Und dann gegen Tyra. Tyra hat gegen Marius und gegen Haki, Game 5 gegen Haki. Ey, auch insaner Run. Haki hat gegen Jens gewonnen, was natürlich auch krass ist. Also Jens upsettet in seinem Pool, kommt ins Bracket und kriegt dann so sein beschissenstes Matchup einfach. Also Gendorf ist halt so. Ja, und vor allem Haki ist ja auch durch Anna krass gut. Er hat so ein Pech gehabt einfach. Ey, nein. Koro, unser anderer Winners-Finalist, gegen Boff Target ein knappes Set, gegen Cross hat er eins gedroppt, aber es war, ich glaube, es war nicht so knapp. Okay. Dann
Tough C, der sich gegen Benno durchgesetzt hat. Oh mein Gott, ja, wow. Ja. Auch insaner Run. Voll. Von Tough C, ja. Und dann ist Tough C am Losers an Haki gescheitert, Game 5. Sehr ärgerlich für ihn. Aber auch sehr understandable. Haki auch wirklich sehr starker Game. Und es gab die Revanche fürs erste Dings. Also erstmal hat Ovis wieder Jan besiegt. So wie auch beim ersten, in der ersten Runde Losers. Recipes Jan. Und dann hat Rivka das Game 5 diesmal gewonnen gegen Ovis. So nämlich. Und dann hat er aber, hier, guck mal. Ja, weil Marius ihn immer besiegt hat. Das ist tatsächlich ein Ding. Die haben, also das, ich glaube, das war wirklich Marius' Favorite. Eher. Marius aber auch gegen Cross gewonnen. Ja, das ist auch stabil ist so. Ich würde sagen, also vor allem so auf dem Level, gegen diese ganzen Falkos zu gewinnen, ist so ein Pain. Mhm. Weil so, die haben eine so klaffende Schwachstelle immer. Aber die ist so, das ist so schwer zu machen, wenn du einfach noch nicht so dieses... Ja. Dieses Level hast. So. Fair. So, die kommen rein, die machen wie so eine Nair und Spot-Dodgen und du willst sie grabben und dann scheinen sie dich so und du bist einfach so, ey, das ist so predictable und einfach. Ja. Aber da dann sich durchzusetzen gegen, finde ich, dauert echt lang. Das ist so eine große Hürde, finde ich. Voll. Winners Final war Geldjung gegen Koro. Das erste Set war ein Game 5 Set und es war sehr hype, weil Paul lag 0-2 hinten. Und hat dann noch 3-2 Comeback gemacht. Wow. Okay. Und ich glaube auch, dass er da geswitcht ist. Er lag 0-2 hinten mit Falco, glaube ich, und dann ist er auf Fox geswitcht. Oder andersrum. Okay. Und im Grand Final hat er den Charakter gespielt, mit dem er dann auch gewonnen hat, und hat ihn dann 3-0 einfach. Am Moment, er hat gar nicht verloren. Nee, er war nicht im Losers in dem Turnier. Und da haben wir auch gesagt, so, okay, es reicht. Warum haben wir ihn überhaupt zugelassen? Was soll das? War schon geil, weil ich glaube, sonst wäre es halt auch zu einfach für Koro gewesen. Das wäre dieselbe Geschichte nochmal gewesen. Ja, Guck mal, Koro ist ja auch durchgerannt. Ja, er hat auch gegen Bob Kagel, Matches getroppt, aber halt, er war offensichtlich besser als alle anderen. Ja. Also die zwei waren halt ähnliches Level, würde ich sagen. Ja. Ähnlicheres als jetzt Koro und Tyra zum Beispiel. So, auf jeden Fall hat Berlin München mal wieder gefickt. Das ist ja sowieso eine Sache, die wir... Sorry, das ist, wie wir es tun. Wir tun es so. Das ist leider, was in Berlin geschieht. Es wird hart geblieben. Und das war Berlin bleibt hart. Also an der Stelle muss ich auch sagen, ich habe das jetzt durchgeguckt und durchgesprochen. Aha. Ich glaube, ich will noch ein Arcadian machen. Ja! You heard it here first. Ich glaube, ich will es machen. Sobald Corona vorbei ist, kommen alle Schitter zu uns. Alle Schitter nach Berlin. Vor allem, das wäre jetzt halt auch so spannend, weil halt... Digga. Ich glaube, dass so Mid-Level halt nochmal so... Also Mid-Level wirklich halt jetzt so gut ist, wie halt vielleicht wir damals. Mhm. So, das ist so stark. Und ich glaube, das wird richtig schwer, da einen Cut-Off zu finden. Ich glaube, da muss man wirklich mal so ein paar Irfans und ein paar so Rixes so beiseite ziehen und sagen so, ey... Wen lassen wir dazu und wen nicht? Weil die Liste, also das sind so viele starke Spieler, die eigentlich nicht dürften. Mhm. Und es wird super, super schwierig, da einen guten Cut-Off zu machen. Aber ich glaube, dafür könnte das Turnier umso krasser werden. Weißt du, wer immer noch dabei ist? Ovis. Ovis passt immer noch ins Schema. Ovis, ich würde sagen, Jan würde da sehr gut reinpassen noch. Jan nicht mehr. Doch. Er hat Irfan und mich besiegt. Er hat einen Top-6-Run gehabt bei einem der größten Turniere. Aber hatte sonst keiner bei diesen Arcadians. Ich finde, Jan ist zu stark dafür. Ich bin großer Jan-Sager. Okay. Aber, mach mal eine Jan-Sage. Ich mach mal eine Jan-Sage. Jan ist nämlich ganz schön gut. Oh. Aber ich denke halt, solange das nicht noch ein bisschen mehr unter Beweis gestellt wird, solange er halt immer noch so ein konstanter, so bei Weeklies immer halt offensichtlich gegen so dich und mich so Sets droppende. Danke, Phil, danke. Phil wäre übrigens auch eligible fürs Arcadian. Sehr eligible. Phil darf auf jeden Fall. Phil, komm zum Arcadian. Wir machen scheinbar eins. Phil, Baby, wir sehen uns morgen. Wir gehen morgen nämlich, Phil und ich gehen morgen zu dem anderen Phil, zu Perfect Shadow. Wow. Und machen ein bisschen Oldschool-Revival in Neukölln, Alter. Ach so. Boah, danke. Ja, das reicht jetzt. Das ist ein komischer Fehler hier bei OBS. Alles gut. Und ja, genau. Also ich denke, man könnte bei Jan wäre so ein diskutables Level, würde ich sagen. Ja. So, ich sehe total, dass du ihn exkluden wollen würdest. Ja. Aber gleichzeitig sehe ich auch Reasons, warum er eligible sein könnte. Weißt du, wer richtig geil am Arcadian wird? Mhm. Dario. Boah. Ja, Mann. Boah. Ja, Mann. Er muss nur mal kommen dann. Aber ja, genau, ich denke, dass der Weg, wie es am sinnvollsten wäre, um halt wirklich ein spannendes Turnier daraus zu machen. Mhm. Weil ich glaube, so ein Arcadian ist in den meisten Fällen einfach so ein Ding, wo so alle sind so normal eligible und dann gibt es einen, der einfach offensichtlich viel besser ist als alle anderen, aber halt einfach nur wegen, so weil er inaktiv ist, sich dann das Geld abstaubt. Und ich finde, das ist so Panne. Ja. Das sollten wir nicht machen, das würde ich auch nicht zulassen. Aber ich glaube, man müsste sich so an einem bestimmten Spieler orientieren, den man so als First Seed packt und man sagt, wenn ein besserer Spieler als der hier halt, wenn ihm jemand, den ich halt höher ziehen würde als den, mitmachen möchte, dann lasse ich es nicht zu. Wenn du Jan zulassen würdest, würdest du dann auch Marius zulassen?
Oh, das ist schwierig. Das meine ich. Ich würde nämlich beide nicht zulassen. Die Grenzen verschwimmen hier langsam. Ja, oder man lässt halt beide zu. Nein. Weil die sind schon... Die sind zu stark, beide. Mann. Die sind zu stark. Weil ich denke halt, das sind beide Leute, die dann halt auf dem... Also Jan offensichtlich gerade das Gegenteil bewiesen, aber ja. Die auf so einem großen Turnier dann vielleicht dann eher halt eben untergehen würden. So, ja. Ich red jetzt von Leuten so, die ganz safe immer aus dem Pool kommen würden und dann noch ein, zwei Schritte weiter auf jeden Fall. So, und zwar ganz safe so. Du würdest Koro zulassen. Koro? Ja, du würdest Koro zulassen, aber Stormrat nicht. Das ist halt schwierig, ich weiß halt nicht. Ich kann es nicht so gut einschätzen, weil ich bin auch ein bisschen. Du würdest Koro zulassen, aber den Fasan nicht. Und der Fasan, fände ich, wäre sogar ein ganz guter Ansatzpunkt für den Top-Top-Spieler. Wirklich? Ich würde sagen, aber der Fasan und Albert. Aber das ist schon ziemlich gut. Der Fasan und Albert sind halt so die beiden, die so München so dominieren. Dann aber wie cool wäre denn so ein Fasan-Albert-Grand Finals mit Marius noch da oder so? Du willst wirklich in München Grand Finals in Berlin? Nee. So. Aber. Wie gesagt, das ist ja nur eine Idee erstmal. Ich würde das gut ausdiskutieren, weil ich glaube, das ist deutlich schwerer jetzt. Weil du siehst ja, wir reden da gerade drüber. Voll. Man hat verschiedene Meinungen und man wird mir Korruption vorwerfen. Oh ja. Und ich werde es zugeben. aber gut, wir sind durch, glaube ich, mit DKW 2. Ja. Das war ein insanes Turnier. Es gab ein Combo-Video dazu, auch von Stevo, glaube ich. Oh, wirklich? Das Big Dick Energy Combo-Video. Oh. Ihr könnt euch das gerne auch nochmal anschauen. Big Dick Energy, Alter. Warte mal. Irgendwie Stevo. Und dann. Oh, nee. SSBM vielleicht? Gucken wir mal, ob wir es mit Stevo Big Dick Energy finden. Nee. Nope. Wir finden nur ganz, ganz merkwürdige, aber so Geldjunge Big Dick Energy vielleicht? Das wird nicht gehen. Ich glaube, das Big Dick Energy musst du vielleicht rausnehmen. Stevo, einfach SSBM, Geldjunge oder so. Ey, wo ist das denn? Solari Biatch. Stevo ist das Bär wie so Geldjunge oder so? Vielleicht mit 2i? Stevo. Nee. Scheiß Gigi-Gunsport-Kacke, die hier im Weg ist. Tja, Konzi, weißt du was? Ich will jetzt hier auch nicht Zeit darauf aufwenden. Finde fair. Auf jeden Fall gibt es ein cooles Combo-Video dazu. Ja, guckt euch das bitte an. Mit dem Song Big Dick Energy, weil ich glaube, er macht irgendeine Combo und du schreist drum und sagst: Geldjunge, München, Big Dick Energy! Ey, das war. Ich hab mal wieder für einen Iconic-Moment gesorgt mit dummem Rumgeschreie. Das ist meine Superkraft. Das, was du am besten machst. Das ist meine Superkraft. Ja. Ich schreie was Dummes rum und alle so, okay, alles klar, das kommt in die Geschichtsbücher. Ich bin der D-Gen Overlord, wenn du so. Das ist fair. Özge hat abonniert mit Prime. Hey, Özge! Sie hat sich bei sich selbst bedankt. Voll. Özge, du hast dich gerade bei dir bedankt. Um mir geholfen zu haben. Ey. Sehr lieb von dir, danke schön. Ey, ganz toll. Aber. Der nächste Zäsurpunkt. Wir haben Weeklies, die laufen toll. Ja, aber es gibt ein Problem. Und es raunt durch die Mengen, dass ein Problem am Firmament steht, das wir so leicht nicht beheben das können. Das war kein Problem, fand ich, persönlich. Bei. Für uns schon. Bei Jedo 65 haben wir am 19. September 2019, am 19.09.19. Wow. Haben wir. Kobobi verabschiedet. Konsti, wo bist du hingegangen? Ich war weg. Ich hatte einen Platz für ein Auslandssemester bekommen. Oh, no. In Japan. In Japan? Das ist französisch Japan. Genau, tatsächlich. und alle sind abgeschaut einfach. Ich schwöre, es waren 40 Leute da. Insane. Und wir sehen gerade da drumrum, waren knappe so immer so 13, 10-mäßige Leute da. Oh nein, das war das, und es war das schlimmste Weekly von allen. Oh, es war nein. Das... was Irfan gewonnen hat. Irfan, auch im Chat, Shoutouts an Irfan, es war das als Berlin nicht hart geblieben Irfan, ist. Irfan ist der professionelle Konsti, so Freude-Robber. Ja, Mann. Guck mal, okay. Er hat da auch gegen mich gewonnen. Ja, voll. Wichser, ey. Wir haben Konsti mit einem Flawless Run. Subo, Shoutouts an Subo übrigens. Iffy, doch nicht Flawless, du hast gegen Iffy ein Game gedroppt? Ey, Iffy ist gut. Die machen manchmal gute Sachen. Hans, der gegen Benno gewonnen hat. Und da, wo ich Hans 2-0 habe und die letzte Combo habe ich ihn richtig... so gedickt. Einmal weggehauen und er hat gesagt, diese Kombo war homophobic. Er hat mich so rumgedreht, er war so, das war so homophob von dir. Oh. Ich fand's einfach nur wunderschön. Geil. Dann habe ich gegen dich gewonnen. Ja. Ich hatte übrigens auch einen ganz guten Run. Ich hatte Grey Senpai, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Dann habe ich Senu besiegt und dann habe ich Dusan besiegt. Wow. Ja, ja. Stark. Ich hab, also wenn ich ein Upset gemacht habe in Berlin so zu der Zeit, dann war es Dusan. Ja. Und dann hast du mich 3-0'd, wie es... Sometimes it do be like that. Manchmal do this be like that. Irfan hingegen,
Er hat Lockenkopf besiegt. Das ist Afrox. Afrox! Shoutout. Er muss auch wieder. Faras muss auch mal wieder backkommen. Er OG muss mal ein bisschen grinden, Dicker, Alter. Der war so cool und so gut auch. Dann hat er Jan besiegt. Jan hat sich Jahre später rächen können dafür. Und ich finde, dass der einzige Win erzählt. Und dann, ja, aber Irfan hat sich an demselben Turnier noch, am selben Tag noch zurückgerechnet. Aber es stained seine Legacy für immer und das ist was wichtig für mich. Dann hat der Geldjunge 2-0 und dann hat er Game 5 gegen Stevo geholt, Irfan, Alter. Ey, Stevo war damals gut im Sapf, Alter, das kann ich dir sagen. Stevo hatte davor Nick besiegt. Wow. Und Technohui. Technohui war auch da. Und wow. Evil Eye war damals in Berlin. Das war der Ami Isis, ne? Ja, genau. Crazy. Ja, Mann. Der auch immer übertrieben fancy gekleidet war. Der war auch immer geschminkt und hatte so krasse Ohrringe und sowas. Ey, wow. Und richtig glänzendes Haar. Ich remember. Ja, Mann. Der war auch schon im Meltdown immer dabei. Losers. Buxbaum war auch da. Buxbaum war natürlich da. Klar, Buxbaum darf nicht fehlen, wenn Konsti geht. Da kamen alle. Buxbaum hat Jan besiegt. Der hat mich dann sogar auch noch besucht. Ja. So, Dusan gegen Hans. Wir haben so alle Klassiker gekriegt. Guck mal. Wir haben Dusan gegen Hans, ja? Ja, Dusan gegen Stevo. Dusan gegen Stevo. Danke dafür übrigens, Dusan, weil sonst hätte ich wahrscheinlich gegen Stevo verloren danach. Dann Dusan gegen Nick. Ich habe davor gegen Nick Game 5 gespielt. Das war so ein insane Set. Ey, das sind ganz viele 3-2. Das ist ganz verrückt. Ja, ja, das ist so insane hier. Dieses Weekly war so krass. Ja. Und da haben wir dir den geilen Sterni-Windbreaker geschenkt. Ey, den habe ich auch echt genutzt, wirklich. Ja, sehr nice. Mann, danke, das war meine Idee. Aber wir haben als Community zusammengelegt. Ich fand's super. Ich fand's richtig und gut. Du hast gegen Dusan Game 5 verloren. Es ist häufig passiert. Dusan kam zurück und war sick auch einfach. Aber ja. Ich hasse auch, also keine Ahnung. Manchmal, es macht keinen Spaß. Ich war der Einzige an dem Tag, der nicht gegen Dusan verloren hat. Weil ich auf den Sack gekriegt habe von Nick einfach. Nein. Und von dir auch richtig doll. Dusan hat nämlich Game 5 gegen Irfan gewonnen und dann Game 5 gegen Irfan verloren. Das war so hype, das Grand Slam. Ja, ich glaube, das war auch so die Woche, wo ich so 5 Abschiedsabende hatte und beim dritten oder vierten meintest du so, ja, kannst du jetzt bitte endlich mal gehen, so. Ja, Mann. Ja, das war echt ein geiles Weekly, Mann. Das war super. Gut, dass du gegangen bist, Konsti, sonst hätten wir das nicht erlebt. Wie lief's danach weiter? Ich habe tatsächlich die Nummern nicht im Kopf. Danach lief's folgendermaßen weiter. Wir hatten dann unseren Ersatz-TO Benno. Und Benno hat ja sowieso bei Jedo 100, kommen wir später noch dazu, gab es ja eine Award-Verleihung, Award-Zeremonie mit den meisten Turnierteilnahmen. Und es war Benno, ne? Und Benno mit 110 Turnierteilnahmen. Ich bin ein bisschen bei sauer. Bei 100 Jedos war ja 110 Mal. Ey, es war verrückt. Ich bin ein bisschen sauer, weil ich glaube, prozentual von den Jedos, die du da hättest sein können, geografisch, wäre ich die Eins gewesen. Ganz klar, weil ich war wirklich... Du wohnst neben der Venue. Ich war wirklich bei jedem Do. Ja. Ich war bei jedem einzelnen Do. Ja. Er war übrigens auch um die Ecke. Ja, ja. Aber er war noch einen Schritt weiter weg. Er war einen kleinen Schritt weiter weg, aber wirklich nicht weit. Also fußläufig nervig. Mit Fahrrad gut, fußläufig nervig. Ja, nervig-isch. Nervig-isch. Aber, Und dann hatten wir hatten einige Jedos. Die liefen gut, würde ich sagen. Die liefen gut, voll. 20, 30 und dann Swift Punish, was ist das? Da ist Jedo ausgefallen, weil Benno nicht konnte. Und Iffy und Sam haben bei sich zu Hause am Schlesi in der WG, zwischen Schlesi und Trebi wohnen die ja. Die Jungs sollen mal bitte zurückkommen. Iffy war ja da bei Jedo 100. Ich habe gesagt, Dicker, wie sieht's aus? Und er meinte so, ja, er hat schon Bock. Und dann war kein Jedo mehr. Ja. Jedo muss zurückkommen. Voll, Jedo muss zurückkommen, damit die zurückkommen. Das ist ziemlich scheiße. Weil irgendjemand muss dafür verantwortlich gemacht werden. Ja, also wirklich. Aber die Jedos liefen auf jeden Fall gut. Es kam dann End of the Line. End of the Line? Und da haben wir, kam danach wirklich Corona? Nein, ja, nicht ganz. Nein, nicht aber End of the Line, End of the Line war bis 3 Monate vor Corona. Bisschen eine gruesome Prediction. So. Ja. Dusan, was wusstest du? Dusan hatte einfach geahnt schon. Er hatte geahnt. Das war wirklich das Ende der Line. So das war wirklich das Ende der Line. Vollbild-Anwendungen. End of the Line war ein richtig großes Turnier. Das war Teil vom GMC, vom German Melee Circuit. Ja. Das war das letzte reguläre Turnier der Saison. Deswegen hieß es End of the Line. Genau, deswegen hieß es End of the Line. Du sagst auch immer ein Experte an den edgigen Namen. Ja, Mann. Helix zum Beispiel. Ich weiß noch, dass Helix war noch ein guter Name. Ich habe Dusan mal gefragt, was der Name soll. Und er so, das muss nicht immer was bedeuten. Finde fair. Finde ich überhaupt nicht. Finde komplett fair. Überhaupt, genau daher kommt auch Usleon. Ich meine, so, was bedeutet Usleon? Er so, ich habe in einem Pokémon-Spiel ein Latias gefangen. Und ich finde, das sieht aus wie ein Usleon. Ich so, was ist ein Usleon? Weißt du was? Es sieht aus wie ein Usleon. Ey, weißt du was? Dicker. Ey, viel Spaß damit. Natürlich. Viel Spaß mit deinem Usleon. Meinetwegen, aber ich finde trotzdem, das ist ein dummer Name. Genau wie Helix finde ich, das ist ein dummer Name. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Fair. So, das ist ja auch zwischendurch mal Xara und es gibt ja am Neulaufplatz ein Café, das Xara heißt. Ah. Also das ist komplett so unabhängig, aber ich fand es nur witzig. Ja. Aber
Anyway, End of the Line. Hier sind ein paar Namen, die... Wow, ja. Sony. Es gab 64 Teilnehmer, das war perfekt, ist perfekt aufgegangen. Ich glaube, es war auch das, das Limit sozusagen, das Cap. Mhm. Ein paar sind auch nicht gekommen, aber ja, es war... 8 Leute Pools, 4 Leute advancen ins Bracket. Es war ein relativ, wie soll ich mal, freundliches Bracket, so ein amateurfreundliches Bracket. Und es ging einiges ab, Alter, bei End of the Line. Wir haben, also alle guten Leute in Deutschland damals, außer Mustafa waren, glaube ich, da. Mustafa und Niki war, glaube ich, auch nicht da. Mhm. Aber wir haben halt Kellner da, ne? Der zu der Zeit halt übertrieben gut war. Phil, der Kellner besiegt hat, Kellner geupsettet hat. Wir haben Asta, der da gerade angefangen hat, so richtig gut zu werden zu der Zeit. Wir hatten natürlich den großen Irv da. Wir hatten Käse da, Stevo, unser Berliner Represent. Third, King im Bracket, auch Third im Bracket, ja. Atze Sulfam im Bracket, ich glaube, da gab, weil da Leute die cute sind irgendwie. Okay. Benno hat Senu besiegt und dann hat Benno im Losers was gemacht, womit niemand gerechnet hätte. Kiwi gewonnen. Er hat gegen Kevin gewonnen, nämlich 3-2. Wow, ja. Okay. Und dann trifft er natürlich auf Kellner, was natürlich ärgerlich ist. Gegen Phil hätte ich ihm mehr Chancen ausgerechnet, weißt du? Ja, voll, ja. Obwohl auch das wäre Phil auch. So ein, ja. Der rennt über einen. Ja, ja, fair. So. Ja, genau. Ömer war da. Marius hat gegen Basti verloren. Marius hat im Pools, wurde er, ich glaube, JV5-stockt von Phil. Und hat dann noch gegen Nudelsuppe verloren und war so richtig scheiße drauf. Und ja. Dann hat er halt ganz knapp gegen Basti gespielt und war dann so, ja, okay. Was? Nochmal vor der, weil es gibt keine Raucherpause, Heide. Es gibt keine Raucherpause. Vielleicht ist es Heides Raucherpause. Ich glaube, ihr habt es irgendwie erzählt, aber ich weiß nicht mehr genau. Habt ihr euch bei einem Melee-Turnier kennengelernt? Ja, klar, im Meltdown. Nee. Nein? Ich glaube, das erste Turnier müsste No Birds Allowed gewesen sein. Da warst du noch nicht im Meltdown zu dem Zeitpunkt? Doch, aber wir hatten uns, glaube ich, immer verpasst. Oh! Meine, dann war NBA, als wir im Pools gegeneinander waren. Ich glaube, das erste Mal, dass wir uns getroffen haben. Nein, das kann nicht sein, ich kannte dich oder doch schon. Oder es war das eine Turnier bei Arthur, das davor NBA. Das kann nämlich auch sein. Die haben das Sonnemond und Smash oder was? Nee, dieses kleine bei ihm zu Hause in der WG. Oh, weil ja, da, stimmt, das kannst du. Da, wo ich auf deinen Controller getreten bin. Ja. Dann dachte ich, du hasst mich. Ja, ich hab dich auch gehasst. Wow. Und es hält bis heute an. Wow. Ach ja. Ey, aber guck mal, wir haben ein paar geile Namen. Wir haben Michael, hat es ins Bracket geschafft. Also Siri. Insane, ja. Insane. Optik Tolik gegen Banane. Banane hat gegen Robert verloren dann. Oh, sowieso, Ömer war da, also alter Digger Ömer. Krass. King gegen Third Ömer, war... Ömer einfach einmal in seinem Leben gereist, wenn er dahin. Ja, Mann. King gegen Third war hier eine Losers Runde 1 Begegnung. Atze Sulfam gegen Senu und offenbar war es ein Game 3 Set. Sean Wayne, er hat gegen Nudelsuppe gewonnen, was nicht schlecht ist, und dann hat er gegen Sony gewonnen, was auch gut. Wirklich nicht schlecht ist, ne? Und dann hat er gegen Stevo verloren. Ich musste dann auch gegen Stevo, da hat Stevo mich 3-0. Das ist aber genau das, was ich meine mit den Arcadian-Sachen. Es gibt immer so einen Punkt im Bracket, wo einfach so abundantly klar ist, wer da gewinnt. Ja. Und das ist so, so der weil so, weißt du, davor Sean Wayne super guter Run. Ja, ja, und dann Stevo, ja, das willst du machen, ja. Meh. Voll. Aber, fair. Keine Ahnung, das ist genau, was ich halt an Arcadians spannend finde, dass es diesen Moment nicht gibt. Ja, bei Arcadians kann wirklich alles passieren, das stimmt. Käse hat gegen Basti gewonnen hier. Käse hat erst gegen Kellner und dann, also okay, das Ömer, ist Kellner, Basti und dann gegen Phil und dann scheitert er an Irfan Game 5. Er hat das ganze Ding gewonnen, Irfan? Irfan hat das ganze Ding gewonnen, ja. Nee, Arthur, ach stimmt, also, okay, Arthur. Ja. Arthur hat alles, also er hat ein Berlin, Match gegen Berlin, Irfan Gott sei Dank, hart geblieben. Ja. Arthur hat in dem Turnier ein Match verloren. Und imagine mal, ein Franke hätte das gewonnen. Wie peinlich wäre das denn? In Berlin? Ach, Gott sei Dank hat ein Berliner gewonnen. Voll. Ja, auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr geiles Turnier gewesen. End of the Line hat richtig Spaß gemacht. Wir waren in der Nacht dann noch unterwegs. Wir haben richtig viel getrunken noch in der Nacht. Ey, das klingt toll. Sind von Bar zu Bar gecrawlt und wir waren noch bei Steakhouse Stampedo natürlich, meinem Lieblingsort auf der Welt. Mhm. Und es gab einen Moment, da saßen Basti, Stevo, Dusan und ich saßen bei Dusan. Wir haben so gespielt und Basti hat so gegen Dusan Friendlies gespielt und Stevo und ich hingen so rum irgendwie, ne? Und dann meinte Basti so, Mann, man kann nichts machen, Alter, Sheik ist viel zu krass. Und ich so, es ist so einfach. Und setz mich so hin und sag so, guck mal, ich mache jetzt folgende Sache. Ich rede so währenddessen darüber, was ich jetzt mache. So, Dusan hört es auch so, ne? Und ich wichs Dusan voll ab, so. Und Basti so, hä? Wie funktioniert das? Und dann spiele ich so gegen Stevo. Und ich so, Basti, kannst du mir hier vielleicht helfen? Weil das ergibt überhaupt keinen Sinn. So, und er so, hä? Ist doch voll leicht. Und dann macht er genau das Gleiche mit Stevo. Hey, wow. Und original Basti und ich so, fuck, wenn wir nur kombinieren könnten irgendwie. Ja, wenn es einfach so ein Mensch werden könnte. Ja, voll. Ich meine, deswegen bin ich auch der größte Basti-Fan, weil Basti und ich, weil ich gerne ein Mensch mit Basti wäre am Ende des Tages, sage ich mal so. Wild. Ja, Franken Grand Final in Berlin, hat Irfan gerade gesagt. End of the Line, was für ein Franken, hä? Ja, weil er gegen Arthur ist Berliner. Fair, Arthur ist Berliner.
Ja, und End of the Line, das war im Dezember 2019. Und kurz darauf fing genau. Corona. Und kurz darauf fing Corona an, also 3 Monate später. Stimmt, da gab es dann auch, eigentlich gab es ja noch, als ich kurz zurückkam. Genau. Sollte ja The Lost Son oder sowas, hieß das, glaube ich. Ja, genau, wir hatten ein Turnier für dich geplant, ja. Weil ich eine Woche zurückkam. Ja. Was eine ganz, ganz große Geldverschwendung war, weil ich nach 2 Tagen wieder gegangen bin. Ja. Weil ich habe wirklich den letzten Flug zurück nach Japan erwischt. Und es war also wahnsinnig teuer. Ich war danach wirklich 2 Monate lang wirklich komplett broke. Mhm. Dicker, das war so dumm, ja, Mann. Ich erinnere mich noch dran. Das war so richtig. Ich weiß wirklich noch, dass ich da so saß und mit einer Freundin irgendwie noch gechillt habe kurz davor. Und die meinte so, ey, keine Ahnung, wenn du nicht morgen fliegst, dann kommst du nicht mehr zurück. So. Ja, ja, voll. Und ich war so, meinst du? Und dann hat das gestimmt, ja. Und ich bin dann morgen geflogen so. Und die zum Glück hat mir hier based... Wie heißt die russische Airline? Aeroflot. 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 Shoutouts an die Atzen. Ich hab da angerufen, 20 Minuten in der Schlange gewartet. Ich meinte so, ey, kann ich umbuchen? Und die so, ja, gratis. Und die so, na klar. Und dann bin ich am nächsten Tag im Flieger gewesen, zurück nach Japan und hab einen sehr guten Sommer gehabt, ehrlich gesagt. Also es gibt keine Raucherpause. Viel besseren als ihr. Ich meine, in Japan oder was? Weil es da noch so... Oder waren die da schon irgendwie über den Berg oder so? Die haben doch auch gedacht, dass sie über den Berg sind, meine. Also die Zahlen waren die ganze Zeit voll niedrig. Was auch ein bisschen artificial war so. Und also die Zahlen sind ja immer noch niedrig, aber die zählen einfach anders. Sehen sie niedriger aus. Ja. Im Endeffekt sind es, glaube ich, ähnlich hohe Zahlen. Ja. Aber wir waren ja vor allem auch einfach auf dem Land so. Wir waren ja nicht in Tokio. so halt ein bisschen außerhalb. Wir haben dann einfach aufgehört, nach Tokio reinzufahren und haben stattdessen halt irgendwo geile so Radtouren gemacht und sind dann mal nice essen gegangen. Und dadurch, dass halt eben da in der Gegend nicht so krass viel los war, war es halt auch einfach sicherer. Und dann, dann haben wir einen guten Sommer gehabt. Ich muss sagen, ich hatte auch einen richtig geilen Sommer in Berlin. Also in Berlin war der Sommer auch geil. Ja, der Sommer, so alles machen, der ging außer feiern, also außer tanzen. Aber der Frühling war halt auch geil zum Beispiel. Ja, und der Frühling war bei uns halt wirklich shitty. So. Ja. Stimmt, das war der Frühling, wo Belt das Herz gebrochen wurde. Und ich bin dann... Oh. Das war das eine Mal, wo ich noch nach Tokio reingefahren bin, glaube ich. Fick mein Arschloch, Alter. Und dann waren wir nice essen und es hat das erste Mal in so 10 Jahren während der Kirschblüte geschneit. Oh shit. Oder so. Das war auch verrückt. Und dabei ist auch ein Foto entstanden, was, glaube ich, einer der ausschlaggebenden Gründe war, warum ich jetzt in der Beziehung bin. Weil es war... Das Foto war der ausschlaggebende Grund. Also einer der Gründe auf jeden Fall. Naja, wenn man sich präsentiert, dann naja. Ist also die Berlin-History. Das ist die Berlin-History. Naja, ich bin ja auch ein bisschen Artefakt von Berliner History. Ja, wir haben dann, als Corona angefangen hat, also ich bin ja in Berlin geblieben da. Ja. Du hast uns ja verlassen wegen Corona. Du hast ja gesagt, temporär. Das geht mir nicht ab mit euch Berlinern und eurer Corona-Scheiße. Ich gehe nach Japan, da ist das kein Problem. Wir haben gelitten wie die Schweine und haben Online-Weeklies gemacht. Bis heute nicht einen Lockdown erlebt. Ihr könnt zu der Zeit, ich war 2-mal in Quarantäne. Nee, 3-mal in Quarantäne. Ey, es tut mir so leid. Jedenfalls, aber nicht weil ich Corona hatte, sondern nur weil ich Corona-Scare hatte. Und es gab halt jedes Mal, wenn ich da war, in Quarantäne war, gab es keine Tests und keine Info. So. Es gab es halt beides noch nicht. Ja. Jedenfalls haben wir Online-Weeklies gehabt. Die hießen, Marius hat die geschmissen. Die hießen Spontanes Jedo Fick diese ganze Zuhausebleiben-Scheiße. Teil 1 weil, bis 8 weil, oder so. Weil Fick diese ganze Zuhausebleiben-Scheiße. Ganz ehrlich. Und wir sind zu Hause geblieben und haben trotzdem Jedo online gemacht. Das war, zu dem Zeitpunkt gab es ja auch schon Slippy. Mhm. Nee, warte mal, da gab es noch keinen Slippy. Slippy kam erst kurz danach. Es kam kurz danach, ne? Ja, Slippy kam im Juni 2020. Wir haben diese Online-Weeklies gemacht und ich weiß noch genau, Max, mein Mitbewohner, der hat ungefähr zu der Zeit, als Corona angefangen hat, hat er ja Dings das erste Mal die Smash-Documentary gesehen, kam in mein Zimmer, hat sich einen Controller genommen und gesagt, komm, wir spielen jetzt. Ich spiele jetzt Sheik und Korean DJ ist der beste Spieler der Welt. Weil er hat die Documentary gesehen und hat gesagt, Corey DJ ist der Lieblingsspieler aller Zeiten. Und dann hat er gesagt, ich spiele jetzt Sheik. Ich hoffe, diese Phase hat nicht so lange gedauert. Er spielt immer noch Sheik, wenn er spielt. Aber ist immer noch Korean DJ sein Lieblingsspieler? Natürlich. Okay. Jedenfalls hat er dann. Max hat auch mal bei einem von diesen Online-Weeklies mitgespielt, nämlich. Das weiß ich noch. Und er hat da gab es so einen Samus-Spieler, der nie aufgetaucht ist in Berlin. Der hat lila Samus gespielt und war bei jedem Online-Weekly dabei. Und er ist aber nie bei einem Jedo aufgetaucht danach. Ganz scheiße. Tut mir auch voll weh. Aber ja, Netplay of Delay-Based war damals noch. Das war richtig geil. Das war toll. Ja. Aber dann kam Slippy raus. Und wir haben mit diesen Online-Weeklies aufgehört, weil alle die ganze Zeit nur Unranked gespielt haben. Das ist halt fair. Teil der Berlin-Melee-Experience, dass wir alle aufgehört haben, miteinander zu spielen, weil wir gesagt haben, okay, Dicker, wir spielen jetzt mit irgendwelchen. Wie lustig ist es so? Ja, oder? Das ist schon geil gewesen. Ich habe zu der Zeit ungefähr...
Ich habe hier auf dem Computer einen Clips-Ordner mit so über 100 Clips, die ich alle in der Zeit gemacht habe. So. Ich hab das ja dann auch auf meinem so shitty Lenovo ThinkPad gespielt, ja. Mit so einem LAN-Kabel halt in der Dings drin. Ja. Und der Laptop war halt so kacke, dass der so einfach randomly mich rausgeschmissen hat aus dem Spiel. Oh, scheiße. Das heißt, ich konnte immer so ein bisschen spielen, dann war ich weg und dann, weißt du, dann bin ich so in so Soma oder so richtig geile Spiele so reingegangen. Ja. Ja, Mann, ey, endlich mit dem Spiel und nach 3 Spielen bin ich rausgeflogen. Ja. Also, ey, was? Nein. Ja. Du hast einmal ein Rona Rumble aus einem Internetcafé herausgeschrieben. Nein, ich habe aus der Karaoke-Bar. Das war auch Berlin Melee History, stimmt. Es gab Rona Rumble Japan oder Rona Rumble Asien, aber es hat sich herausgestellt, dass die Internetverbindung zwischen Korea und Japan so scheiße war, dass alle Koreaner einfach DQ'd werden mussten, zwangsweise. Und dann habe ich aus dem Losers gegen Sheik gewonnen, glaube ich. Ja. In einer Karaoke-Bar, wo sie oben so Computer hatten. Ja, Mann. Und ich war da 8 Stunden drin, glaube ich. Ja. Und ich habe tatsächlich Minus gemacht dadurch, auf jeden Fall. Nee, mir hat Zanzibo, das ist einfach deutsche Dennis, das ist so ein Typ in der Air Force gewesen. Okay. Ein absoluter King. Bin schon mal überhaupt kein Soldat. Das schon, aber er war einfach selbe Art Person. Er war so ein richtiger gute Launemacher. Ja. Immer geiler Typ, immer so bereit zu mal feiern gehen irgendwo oder so, ist leider tatsächlich jetzt im Knast. Ich wollte gerade sagen, ist er tatsächlich verstorben? Im Militärgefängnis. Warum? Hat er zu hart gefeiert? Er hat zu hart gefeiert. Scheiße. Zanzibo. Free Zanzibo. Free my boy Zanzibo. aber der hat mir dann einfach so 50 Euro geschickt, meinte so, ey, du spielst so sick gerade, gönn dir das. Und ich war so ein bisschen so, dang. Danke. Das hat tatsächlich, ich habe ja dann auch angefangen zu streamen damals in 2020 mit Slippy und so. Und mir hat noch nie einer 50 Euro geschickt, weil er gesagt hat, du spielst so krass. Ja, aber das war, weil wir ja auch Freunde waren. Ich glaube, er hatte einfach so Disposable Income, weil da ging gerade nichts. Ja. Aber das war halt wirklich, die hingen, glaube ich, gerade auch auf der Air Force Base fest, dann wegen Corona halt. Ja. Und ich war dann eben in dieser Karaoke-Bar und ich meinte dann so, fuck it, ich gehe jetzt für 5 Minuten runter und dance einfach zu irgendeiner Karaoke-Musik noch kurz ab. Ja. Und dann habe ich ein bisschen besoffen alleine noch und bin dann losgefahren, hab mir ein nice Winner-Dinner gegönnt. Winner-Dinner! Und ich glaube, das ist tatsächlich, ich bin der einzige Super Smash Bros. Melee-Spieler, der jemals aus einer Karaoke-Bar ein Turnier gewonnen hat. Auf jeden Fall, da bin ich mir sehr sicher, ja. Das ist so ein spezifisches Ding zu haben. Ja, und ich find's mega geil. Und ja, dann war es das aber auch ein bisschen, weil eben, also auch aus dieser Karaoke-Bar hat es nicht so viel Spaß gemacht, weil der Bildschirm war halt scheiße. Das war sehr laggy. Ich musste dann halt immer, weil es gab so 20 Booths davon und manche hatten so gute Bildschirme und manche schlechte. Mhm. Und ich musste jedes Mal Slippy neu installieren, was ja damals auch nicht gerade so einfach war. Und die Treiber dann. Ja. Und dann bin ich einmal, ist mein Ding einfach abgestürzt und dann musste ich das so ganz schnell fixen und ich war so super gestresst und musste dann irgendwie kommunizieren in meinem so broken ass, shitty Japanisch, dass ich einen anderen PC brauche. Es hat irgendwie geklappt, aber dann habe ich die anderen Rona Rumbles waren dann nicht mehr so gut. Aber ich hätte, glaube ich, echt, es hätten nicht so viele gute Performances gefehlt, dass ich dann nach Amerika eingeladen worden wäre als Rona Rumble Gewinner, was aber witzig gewesen wäre, weil die hätten mir dann ein Ticket von Berlin kaufen müssen. Digga, das ist so krass. Der Rona Rumble Asien Gewinner, Konsti aus Berlin. Dings, wer hat es gemacht? Waffles, ne? Ja, genau. Dem willst du natürlich auch kein Geld aus den Taschen ziehen, ne? Der ist so ein Homie, eigentlich willst du ihm das nicht wegnehmen. Naja, er hat halt selbst damit Geld gemacht. Also ich hätte es angenommen, so einfach auch für meine Experience. Naja, klar, aber nochmal, hey, mega cool. Ja. Der hätte das ja dann für einen Japaner gemacht. Aber ich glaube, er hat es am Ende gar nicht gemacht, weil das ist einfach ein bisschen auseinandergefallen, was fair enough. Aber ja, voll. Die waren mega geil. Auch die Rona Rumble. Gab es nicht sogar europäische Rona Rumbles oder so? Ja, gab es. Ich wollte nämlich, glaube ich, der einzige interkontinentale Rona Rumble-Sieger werden. Ich glaube, das ist aber in Europa nicht mehr passiert dann. Jonas hat hier was gefunden auf twitter.com. Was hier passiert? Das Video, wo du das gemacht hast, ne? Du hast doch ein Video gedingst, ja, true. Ey, das haben 6000 Leute sich angeschaut. Ja, klar, du bist ein Champion, Dicker. Was okay, Fun Fact, ganz kurz, bevor wir das starten. Ich habe kurz davor, bin ich einen Halbmarathon gerannt und dabei sind meine Knie einfach kaputt gegangen. Und das war das erste Mal, dass ich das geschafft habe, mich also aufs Fahrrad zu schwingen und eine längere Strecke gefahren. Wirklich so eine 10 Minuten Radstrecke war das zur Karaoke-Bar. Und du siehst sogar in dem Video, wie ich kurz so mit dem Knie so einknicke und so ein bisschen kollabiere. Also ich habe mich schwer getanzt da, aber es musste. Okay, wir checken das mal kurz aus. Der 11 Sekunden Winner-Clip. Oh, one more time, ja. Ja, mega. Und dann hier stolper ich gleich kurz ein bisschen. Da. Warte. Da, Mann, warte mal. Ja, das Video ist nur so kurz.
Aber es gab so einen Punkt zwischendrin, wo ich wirklich einfach so gemerkt habe, wie meine Knie nachgeben. So. Das war richtig. Ich bin auch echt mit so allergrößter Mühe da noch zurückgeradelt. Auf Krücken. Und besoffen. Auf Krücken besoffen zurück. Das war so eine schlechte Idee. Oh Mannsen, Alter. Ja, krass, Konsti. Und dann haben wir es geschafft, Corona zu besiegen, ein für alle Mal. Und dann kam, warst du dann auch schon wieder da. Ich kam dann zurück und habe ich Jedo wieder gestartet. Und dann kam Jedo 88. Die 88. Ausgabe von jeden Obacht. Donnerstag Reloaded. Obacht. Und wir hatten volles Haus. Wir haben gesagt, maximal 20 Leute, wegen Abstand waren und bla bla. Ja. Sowieso alles nur mit Masken. Und ich glaube, wir haben von Anfang an 2G gemacht und jetzt 2G+, ne? Ich glaube, wir haben immer 2G+ gemacht. Das war meine Grundlage davon, war so, ich will auf alle Fälle verhindern, dass bei meinem Turnier Leute angesteckt werden. Deswegen habe ich auch häufiger, also es gab zwischendurch eine Zeit, wo ich kurz ausfallen lassen habe und dann auf Bedrängnis der anderen hin dann wieder gestartet habe. Und das war mir wirklich nicht so krass angenehm, muss ich dazu sagen. Aha. Und jetzt habe ich es ja wieder abgebrochen, weil ich halt merke, aber das geht nicht mehr. Also das Letzte, was ich möchte, ist dafür verantwortlich sein, dass irgendeiner halt, auch wenn es nicht schlimm ist so, vom Krankheitsverlauf her, ich will einfach nicht, dass Leute von eine Sache, die ich organisiert habe, dann krank werden. Normal. Dann habe ich es halt lieber sein lassen. Aber hier fing dann, das fing auch direkt an, dass ich wurde immer von Arthur gefickt. Wir haben 18 Monate lang uns nicht gesehen. Das ist halt, was ich so geil finde an diesem Dings, an diesem Jedo 88. Wir haben uns 18 Monate nicht auf Turnier gesehen. Ja. Es gab halt keine Turniere, so nirgendwo. Und Jedo 88 war das, und es war so richtig wie Klassentreffen. Für mich war es so ein Klassentreffen. Voll, Vor allem auch, weil auch so Leute da waren, die wir seit Jahrhunderten nicht gesehen haben, wie Fabio war so da. Sodrek war da. So, erinnert ihr euch aus Folge, aus der letzten Folge noch an Sodrek und der Folge davor? Der ist so fucking oldschool at this point, so, und er war halt seit Ewigkeit, er war noch nie auf einem Jedo. So. Malik kam wieder. Der war auch so ein Jedo-Warrior, ja. Der ganz, ganz früher war der mal, ich glaube, der hat zwischendurch nicht in Berlin gewohnt. Ja, das kann sein. Wenn ich mich nicht irre. Der ist ja, also. Er ist Amerikaner. So. American Resident. Ja. Ursprünglich aber Deutscher, glaube ich, wenn ich das verstehe. Also ich habe halt einen Pass. Das allererste Set, was wir gesehen haben da, nach 18 Monaten, war übrigens Seal gegen Strawstream. Das war verrückt, Senu gegen Marius. Und es war Marius, so krass. Marius lag 2-0 vorne wurde dann 3-0 Comeback. Das war so, das war krass, Mann. Auch. Ja, Niki, at this point jetzt auch Berliner. Niki ist zu dem Zeitpunkt, also irgendwann während Corona nach Berlin gezogen. Ja. Damit hat Arthur jetzt einen richtig guten Rivalen hier. Das stimmt. Und mit Rivale meine ich, er hat ein Game gedroppt. Also Niki ist schon deutlich besser gerade im Moment. Ja, aber ich glaube tatsächlich, ich muss einfach jetzt mal wieder ein bisschen, ich steppe auch gerade wieder ein bisschen ab. Aha. Und ich habe vor, wieder eine ernstzunehmende Gefahr für Arthur zu werden. Es langt. Ich habe letztens in so einem Europa, diesem Master-Ding gegen Nova verloren, in so einem französischen Master. Und ich dachte mir so, nee, das kann nicht sein. So geht nicht. Das kann nicht sein. Ja. Und Hans war da. Den sehen wir auch so gut wie nie, ne? Ja. Jan hat ein bisschen auch ein paar Leute aufgezimmert. Ja, Jan hat Zenu besiegt, Ein paar Leute aufgezimmert. Genau. Hans hat Marius besiegt. Return of Top Player Maxi ist erst beim nächsten Jedo sozusagen. Aber Maxi war hier noch nicht so gut. Und dann waren wir... Ja, er hat sich aber seit diesem ersten Jedo, würde ich sagen, extrem gesteigert. Übertrieben. Wir waren eine Woche später in Nürnberg. Das war mein erstes größeres Turnier nach Corona. Mhm. Also nach Corona. War Maxi da auch? Da waren Maxi und ich waren zusammen da, ja. Ich war da auch, oder? Du warst auch da, true. Aber Maxi und ich mussten in Losers Runde 1 gegeneinander. Ah, okay, ja. Stimmt, der war da. Ja. Komm, wir vergessen. Und da haben wir Game 5 gespielt dann schon, eine Woche später. Also ich so, okay, alles klar. Also Return of Top Player Maxi. Und dann hat sich das voll jetzt, also diese Jedos. Voll etabliert, ja. Diese neue Generation Jedos seit Jedo 88, die 2021, 22 Jedo Season sozusagen. Genau. Und haben wir halt Niki auf der 1, dann Arthur, dann du. Auf der 2, dann ich. Ja, und das ist diese alle drei sind ganz klar. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Ja, so, das wird sich schon noch ändern. Ich glaube zwischen Arthur und dir. Niki weiß ich nicht. Niki ist halt krass gerade. Ich glaub auch, dass wenn so Arthur und ich ein bisschen absteppen, können wir auch mal ein bisschen Niki ins Schwitzen bringen. Ja, ja, das kann sein. Aber ich glaube, da müssen wir hart für arbeiten und ich weiß nicht, ob ich dafür arbeiten werde, to be honest. Hey, wir wollen mal mit Zuversicht hier aus dem Podcast gehen. Ich gebe mein Bestes. Okay. Jedenfalls hat sich da drunter auf dem vierten Platz haben sich halt vier Spieler etabliert, was ich halt super krass finde. Das war total abgefahren. Das sind Marius, Maxi, Geldmann mittlerweile. Geldmann. Geldmann. Er ist 18 geworden. Er ist 18 geworden in der Corona-Zeit. Er hat auch vorher schon 18, er ist glaube ich jetzt 19. Er hat abituriert. Ja, er hat Abitur jetzt, er und Lemurenkönig. Und ja, Geldmann und dann ich bin der vierte in diesem Bunde. Jetzt und darunter Aufschluss. Auch Leute, die immer da rein so poken können. Ja, genau. Ein bisschen, ne? Banane und Jan.
Jan, gab's und Boff Target, neuerdings auch, aber ja, da müssen wir mal gucken, weil er verliert halt immer richtig deutlich gegen Jan. Gab's nicht noch irgendwie, da gibt's noch mehr, oder? Marley hat mal ein Marley Set von Maxi gezogen. Marley hat auch mal ein paar gute Sachen gemacht. Er hat einmal ein Set von Maxi gezogen. Ansonsten, Marius und Maxi haben dich beide mal besiegt. Ja, auf demselben Weekly. Ja, genau. Das ist meine Ausrede. Ich habe schlecht gespielt, das ist nein. Ja, das Seeding war genau andersrum. Aber die Top 4 waren genau falsch umgeseedet. Ja, aber ein Sieg ist ein Sieg, man muss es ihnen lassen. Ja. Marius war danach so richtig, richtig cocky so. Und ich habe ihn dann so angeschaut, ich war so, ich will dich so hart ficken nächstes Mal. Das ist passiert. Ich habe ihn, ich war ein bisschen sauer so. Ich habe die Stats übrigens für, also die aktuellen Jedo-Stats. Oh, zeig mir die Jedo-Stats. Das ist doch gut. Also wir sind in der Gegenwart angekommen. Genau. Wie sieht die Gegenwart aus? Wie könnte die Zukunft aussehen? Also, Niki 1 klar, Arthur 2 klar, Konsti 3 klar, mhm, hat 3-2 Loss gegen Maxi und Marius jeweils. Mhm. Dann 4 bis 7 sind halt Maxi, Paul, Marius und ich. Mhm. Und da haben wir folgende Records. Paul hat Leading Record gegen Marius 2-1. Mhm. Maxi hat Leading Record gegen Paul 4-1. Ich habe Leading Record gegen Paul 4-2. Marius hat gegen Maxi Leading Record 3-2. Boah, okay. Ich habe, also Maxi hat gegen mich Leading Record 7-5. Weil wir auch auf den Turnieren außerhalb immer gegeneinander spielen. Ah, ja, okay, ja. Und aber Marius, das finde ich eigentlich eine Sache, die halt für euch beide spricht. Weil ja, ihr spielt halt, bis ihr aufeinandertrefft. So. Voll, genau. Ja, natürlich. So viel anders geht es dann halt irgendwann nicht mehr. Ja. Und Marius hat einen Leading Record gegen mich 3-2. Stark. Und es ist halt, also, und dann haben wir halt so, ich habe noch eine Liste von so anderen, also ja, Notable Upsets und sowas. Also, Paula hat Upset gegen Arthur Fox und damit hat er einen Weekly gewonnen. Mhm. Er hat halt als einziger. Nee, Maxi hat eins gewonnen und Paul hat eins gewonnen. Ja, genau. Wir haben uns leider ein bisschen schlaufen lassen. Leider ist die Jedo-Sieger-Gruppe ein wenig ausgeweitet worden. Vorher war es, glaube ich, wirklich Niki, Khan, Irfan, ich und Arthur. Ich glaube, das waren alle. Und so Triff oder so, keine Ahnung. Triff war, glaube ich, ja, auch. Also wenn, von den alten Jedos habe ich auf jeden Fall auch mal eins gewonnen. Also es war noch ziemlich exklusiver Club. Die Divan-Jedos waren halt ein ziemlich exklusiver Club. Ja. Und jetzt sind halt Maxi und Paolo noch da reingebrochen. Jetzt können wir auch langsam aufhören zu zählen. Mit Leading Record meine ich habe 3 Sets gewonnen, er hat 2 gewonnen. Genau, also im Direktvergleich halt mehr gewonnen als verloren. Genau. Genau, und darunter habe ich Jan, Banane und Kevin. Mhm. Da gibt es nur, also nur Jan und Banane sind aufeinander getroffen und Jan führt 2-1. Ach nee, warte mal, und Jan führt auch, das habe ich dann nicht mehr notiert, das notiere ich später noch rein. Jan führt auch gegen Boff Target 2-0. Heide sagt so. Irrfanzländer nur über meine Leiche. Heide, das tut mir wirklich leid, aber. Dann haben wir Marley, Ofis und Jojo. Auf 11 bis 13, stark, auch eine gute, auch ein gutes Dingsfeld so. Und danach haben wir Anikai, Alex und Michele. Anikai war leider lange nicht da und ich glaube noch nicht so richtig an Michele. Ich habe ihn jetzt spielen sehen und ich finde ihn sehr viel besser, als ich gedacht hätte. Voll. Aber er muss mehr zeigen. Und das Problem, was wir haben. Aber Michele auch Sprünge gemacht, finde ich. Voll. Er war früher so ein krasser Schitter. Ja. Und jetzt bin ich so ein bisschen so, wow, so du ziehst Jan Matches so und ich glaube, so wenn es einmal richtig gut läuft, dann besiegst du ja noch vielleicht mal, wenn es richtig gut läuft. Und das Problem, was diese Leute haben, also vor allem so Alex und Michele und so dieses Tier und dann Anni und Miles und Jonas, so, die kommen nicht weit genug, um Upsets zu pullen. Ja. Das ist halt das Problem, so, ne? Das ist ein bisschen so ein Ding, das kann ist ein Double-Elimination-Problem. Wenn du einen niedrigeren Seed hast, dann läufst du auch immer so die gleichen Leute rein und dann sind das immer halt Leute, die viel, viel besser sind als du. Genau. Aber du musst dann einmal zu dem Punkt kommen, wo so ein großer Upset kommt und dann hast du ab dann meistens einen höheren Seed. Voll. Und dann kommen halt die nächsten Upsets wirklich von alleine. Ich glaube, das ist wirklich bei jedem, der so einmal, es gibt so einen Breakout-Win, das heißt ja sogar so, ne? Und ich glaube, sobald du den Breakout-Win hast, hast du dieses bessere Seeding und ab dann sind deine Gegner auch tendenziell ein bisschen schlechter. Dann musst du nicht diesen riesen Upset machen, sondern einfach nur normal spielen und Leute besiegen, so, die du halt zu dem Punkt vielleicht eh besiegen würdest. Es geht zu dem Punkt auch, also dazu geht es auch immer nur darum, einfach sowieso persönlich besser zu werden. Ja. Persönliche Entwicklung so. Ne? Einfach das besserer halt Mensch zu werden. Ein besserer Mensch als solches, genau. Persönliche Entwicklung als Spieler zu machen und dann passieren die Upsets eh von alleine. Ja. Das denke ich mir halt. Du besiegst halt so die Leute, indem du killing them with kindness einfach. Du bist einfach nett zu ihnen. Und jetzt hatten wir, das letzte Jedo, was wir hatten, war das Jedo 100 im Dezember. Das 100. Jedo Reloaded, 100. Ausgabe von Jedo im Divan e.V. Da wurden Awards verteilt an die Community. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Oh mein Gott, der ist eingerahmt hier.
Zwei Awards an dich. Zwei Awards an einem Tag. Wer ist der Abräumer? Ich bin es. Es ist der Sternimann Award. Ich teile mir den mit Heide. Es wurde abgestimmt für, wer die meisten Biere getrunken hat. Ich finde das ein bisschen, also da hat Heide wahrscheinlich ein bisschen Sympathiebonus bekommen, weil ich glaube, sie hat gar nicht am meisten Biere getrunken. Na, ich glaube, ich auch nicht, weil ich hatte ja auch Magenschleimhautentzündung. Ja, aber davor. Du hast halt ja, davor. Also ja, natürlich. Du hast deine Alkohol-Abuse-History. Ich habe die Legacy. Ich habe die Legacy. Und ich habe beste Commentary-Zusammenfassungen auch bekommen. Ein Special Award, den Heide nur für mich gemacht hat. Oh, süß. So wie du auch einen Special Award nur für dich bekommen hast. Das für, stimmt. Beste TO oder so. Das stimmt. Das ist auch lieb. Mega. Also, Shoutouts an Heide dafür. Shoutouts an Heide dafür. Und das waren 100 Jahre Jedo. Das war die Berlin Melee History bis hierhin. Bis Anfang 2022. Ja, was kommt in Zukunft? Was denkst du kommt in Zukunft? Ich glaube, das allererste, was passiert, ist, dass wir uns alle unsere Ärsche boostern lassen. Und können wir auch wieder zum Divan e.V. zurückkehren. Mhm. Und zwar dann, ich würde sagen, auch wieder 2G+, logischerweise, aber bei 2G zählt halt dann dazu eben geboostert. Ja, ich werde, mein Plan momentan ist wahrscheinlich, Januar wird es auf keinen Fall was, gehe ich von aus. Ja. Ich würde die Zahlen auf jeden Fall im Auge behalten und dann ab einem bestimmten Punkt sagen, wir tun es so. Ja. Aber ich will halt eigentlich ungerne auf so ein Ding hinauslaufen, wo ich dann das so wochenabhängig machen muss, so wie ich mich gerade sicher damit fühle. Ja, so. Ja, klar. Was für Risiken ich eingehen möchte. Ich möchte eigentlich zu einem Punkt kommen, wo ich sagen kann, wir können jetzt halt 10, 20 unbegrenzt Weeklies hosten, ohne dass wir uns wieder einlocken müssen. So. Ja. Dementsprechend, das kann noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, dadurch, dass jetzt der Podcast ja ein Ende nimmt, ja. Außer du hast vor, noch einen anderen Podcast zu machen. Also bis jetzt fällt mir nicht ein, was wir noch erzählen können, aber wir können eigentlich jederzeit alles erzählen. Also, wir können. Ich würde mir auch zuhören beim Reden. aber genau, deshalb, ich hatte jetzt ein bisschen vor, dass ich mich ein bisschen wieder auf Online-Weeklies festlege. Okay. Ich wollte ein bisschen mir was überlegen, wie ich das machen kann, dass Leute doch wieder Bock haben, teilzunehmen. Also so ein bisschen Commentary wäre so eine Möglichkeit. Könnte ich machen. Eine andere Möglichkeit wäre auf jeden Fall so ein kleiner Preispool oder so. Ich weiß nicht, ob das Leute anziehen würde. Hm. Aber es geht mir hauptsächlich darum, dass so ein Weekly nicht. Weil die letzten paar, die ich gemacht habe, waren halt immer so, da machen dann 5 Leute mit oder 6, 7, 8 und das ist sehr, sehr kurz. Ja, ja, voll. Und ich denke halt, das ist auch eine Sache, die merkt man bei den Jedos so. Es gibt eine bestimmte so Threshold so und sobald der überschritten ist, kommen auch mehr andere Leute. Also wenn du sagst, okay, ich könnte jetzt am Donnerstag rausgehen und mit so 8 Leuten ein bisschen Smash spielen, ja. Läpsch, könnte man fast sagen. Naja. Cool, aber halt nicht das gleiche wie ein richtiges Turnier, aber wenn dann auf einmal du so 16 Leute hast, dann denkst du so, oh shit, hier passiert was. Naja, voll. Es werden Storylines erzählt, mhm. Es wird geile Sets geben können, du hast einfach mehr Interaktion mit Leuten. So. Es sind mehr Leute da, die du gern hast. Deshalb, ich glaube, das ist schon wichtig, so die paar Leute, die so immer on the fringe sind, so ranzuholen und zu überzeugen, dass es sich lohnt zu kommen. Mhm. Und wenn wir das irgendwie hinkriegen, ich weiß noch nicht genau wie, aber irgendwie müssen wir es hinkriegen, oder möchte ich es gerne hinkriegen, dann dann wird es darauf hinauslaufen, dass wir vielleicht so ein Online-Weekly eine Weile aufziehen. Ja. Paul sagt gerade was mit Liga-Format. Das haben wir das habe ich ja auch mit Jonas schon mal, auch mit allen Leuten habe ich da auch schon, rede ich seit Jahren darüber, dass ich sowas geil finde, weil wir das im Meltdown am Anfang hatten. Das hatten wir in Folge 2. Ja. Im Meltdown hatten wir so ein Liga-Format und dass wir Playoffs gemacht haben, hat halt richtig Spaß gemacht und richtig Sinn ergeben dann am Ende. Dass man wirklich so eine abgeschlossene Season hat und da hat man auch so, so keine Ahnung, dann macht man auch erstmal so Off-Season. Dann macht man erstmal so, okay, die Leute, die halt in den Playoffs waren, die sagen, also wir waren alle so, okay, das war jetzt wirklich intens so, ne? Wir haben wirklich intens so 6 Monate lang so Melee gegrindet so mäßig. Ja, aber ich glaube, 6 Monate ist echt schon ein bisschen lang. Ich glaub, ja, wir haben es damals halt so gemacht, weil es nur Monthlies war. Wenn man es über ein oder 2 Monate halt, dann hat man so, sagen wir 5 Weeklies so. Und dann hat man ja schon eine stabile Liste an Leuten und dann, vor allem, weil da ja dann irgendwann möglicherweise halt Corona ein bisschen weniger bedenklich ist, könnte man halt die alle mal für ein Invitational ins Divan reinholen. Ich dachte mir auch, dass das sowieso Invitational für die Playoffs übertrieben. Mhm. Ich dachte mir auch, Arcadian Invitational auf 16 Leute beschränken und 4 TOs. 16 oder, Leute von außerhalb und 4 generell TOs. Einfach eine ausgewählte Schnittmenge Spieler. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen heftig so, aber ich würde richtig gerne auch einfach mal gucken, dass man so sich so anguckt, wer in Deutschland ist so auf
genau dem gleichen Level. Mhm, und ja. Dann findest du 16 Mann. Ja. Ich glaube, also, die einfliegen wird nicht möglich sein. Das ist nein, das eh nicht. Die müssen schon selber kommen. Aber stell mal vor, 16 Mann und alle sind genau gleich gut. Das wäre halt richtig krass, ja. Das wäre ein insanes Turnier. Das könnte ein insanes Turnier sein. Und das wäre dann halt auch, also keine Ahnung, das war auch eine Sache, die damals bei den Arcadians so ein Thema war, dass halt so dieses Ding ist, okay, da belohnst du ja Leute dafür, dass sie nicht so gut sind. Ja. Und ich würde sagen, mir doch egal. ja, geiles voll. Turnier. Normal, klar. So, du kannst halt einfach, weißt du, dann kriegt halt Niki mal kein Geld, so soll sich verpissen, Alter. Nein, aber ich denke mir dann so, das ist halt dafür, dass wir dann super viel geiles Content bekommen, super viel Hype. Mhm. Ist das einfach wert? Finde ich auch. Ich finde es eh. Ich finde Invitational sowieso einfach ein super Format. Mm. Wir wollten ja auch, es gab ja auch eine Idee für Deutsche Summit in der Hype-Venue. Da habe ich halt auch richtig Bock drauf. Das ist auch geil. So geil, ja. Anyway. Wen würdest du da einladen? 16 Mann. Das ist ja nichts für den Berlin Mayday History Month. Okay. Anyway. Also ich würde 16 Berliner einladen, wenn du mich fragst. Ich würde alle Arzen. Luma würde ich einladen, Arthur würde ich einladen, dich würde ich mitnehmen. Ich würde dich einladen. Oh, danke schön. Dann nehmen wir mich auch. Dusan würde ich mitnehmen. Wir laden Heide ein. Heide laden wir auch ein, ja klar. Sie spielt Marv, ne? Ach so. Also, da haben wir noch einen Marv-Spieler. Haben wir noch einen Marv-Spieler. So gut für Cruise. Ja. Ja, jedenfalls, was in Zukunft auf uns zukommt, Chat, Zuschauer dahorn. Leute, die erst hinterher gucken auf YouTube, wenn ihr auf youtube.com geht und Berlin Smash eingebt, dann findet ihr auch den Kanal und die dazugehörigen Worts zu diesen Podcast-Folgen. Dann seht ihr auch, dass so 12 bis 18 Leute sich bisher angeguckt haben, was wir so gemacht haben. Also auch Leute, ihr, die 12 bis 18 Leute. Die Zukunft ist ungewiss, weil wir nicht wissen, wann Corona aufhört oder wann wir endlich wieder so richtig Turniere machen können. Aber wir haben zurzeit halt keine Turniere und dann Beschränkung 2G+ und höchstens 20 Leute. Aber weißt du, was gewiss ist? Belly Melee. Ja? Für immer. Das ist so cheesy. Die Atzen. Das ist so cheesy. Geil. Atzig. Geil. Und damit würde ich sagen, beenden wir den Berlin Melee History Month Podcast. Den Berlin Melee History 2 Monate Podcast. Ja. Konzi, es war mir ein absolutes Vergnügen. Komm, wir machen einen kleinen Huggy. Wir hacken. Ja, Mann. Das war ganz geil. Toll. Es hat mich sehr gefreut. Ja, ich bin super zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Wir haben immer irgendwie gut viel Material gehabt. Dafür, dass wir auch immer so ein bisschen so, wir sind nicht hier mit Listen angekommen und so den Data so. Wir haben einfach so ein bisschen so durch das Bracket geklickt und waren so, boah, ey, geil, keine Ahnung, wie nice. Die Geschichten erzählen sich von alleine. Mega. Und das ist vielleicht auch der Takeaway, den wir hier nehmen sollten. So. Die Geschichten erzählen sich von alleine. Berlin Melee, geil. Bleibt hart. Für immer. Und Berlin Melee, geil, für immer bleibt hart. Wir haben zu viele Motto.